Das kapiere ich nicht so ganz. Es ist so. Ich war früher mal ein Mensch, aber ich wurde erstochen und als ich wieder zu mir kam, hatte ich diese Form. Ich bin also wirklich ein Schleim. Du bist auf ziemlich ungewöhnliche Weise in diese Welt gekommen. Unix-Skill! Raubtier! Raubtier scheint ja echt eine erstaunliche Fähigkeit zu sein. Sollte ein Schleim sowas überhaupt können? Spionage hat er den Skill genannt? Was für ein hinterhältiger Skill. Mit dem sollte ich mich lieber anfreunden. Erstens, wir greifen keine Menschen an. Zweitens, wir bekämpfen uns nicht untereinander. Drittens, wir zollen anderen Rassen Respekt. Ich weiß nicht, wie es in deiner früheren Welt war, aber in dieser Welt zählt einzig und allein das Gesetz der Stärkeren. Wenn mich jemand um Hilfe bittet, konnte ich das noch nie einfach ausschlagen. Bitte beschützt unser Dorf. Ich flehe euch an. Wenn ihr uns helft, wird euch unser Volk treu ergeben sein. Ich, Rimuru Tempest, werde anstelle des Sturmdrachen Veldora eure Bitte erhören. Und obwohl es ja das Königreich der Zwerge ist, leben dort doch viele Elfen und Menschen. Elfen? Das war alles wert. Ich bin im Paradies. Ich kann immer noch nicht glauben, was uns da passiert ist. Was haltet ihr davon, wenn wir es einfach als einen super seltsamen Tag abstempeln? Wir zwei haben letzte Nacht Seelen getauscht. Das ist echt gruselig. Hey, ich bin bloß hergekommen, weil ihr wegen der Sache mit dem ständigen Körpertausch so durchdreht. Wer bist du? Wenn ihr einen Namen hören wollt, wäre die passendste Antwort Herzsame. Wenn ihr eure Körper wechselt, möchte ich sehen, ob bei dem Prozess irgendwas passiert, das ich spannend finde. Solltet besser niemandem davon erzählen, was hier vor sich geht. Das würde nur zusätzlichen Ärger bedeuten. Versucht, anderen Leuten möglichst aus dem Weg zu gehen. Und wenn es nicht anders geht, versucht, die andere Person so gut es geht zu imitieren. Verstanden? Theorie! Was willst du von uns? Ich möchte, dass ihr untereinander entscheidet, wer von euch im Körper von Iori Nagase sterben soll. Ich heiße Naofumi Iwatani. Ich war ein ganz normaler Otaku, der ein stinknormales Leben führte. Bis ich dieses Buch in die Hand nahm. Bin ich hier? Ich bin der König von Melromag. In dieser Welt gibt es die sogenannte Prophezeiung der Katastrophe, laut der die Vernichtung der Welt durch sogenannte Wellen droht. Ihr, die vier heiligen Helden, seid ihr die Einzigen, die etwas gegen sie ausrichten können. In meiner Heimatwelt war mein Leben ziemlich einsam, aber vielleicht finde ich ja hier Anschluss. Sieh an, du trägst den Schild, dann bist du also das faule Ei. Der Held des Schilds riss mir die Kleider vom Leib. Was? Deine schrecklichen Missetaten haben sich bereits im ganzen Lande herumgesprochen. Das soll deine Strafe sein. Wie heißt du? Ich heiße Raftalia. Es ist kein Spiel. Um zu überleben, müssen wir kämpfen. Schlag los! Ich werde euch begleiten. Bis ans Ende der Welt. Na dann los. Wie wir es geplant hatten. Du solltest meinen Namen kennen. Letizia. Ich wollte dich fragen, ob du auch hinter dem Schatz her bist. Ich gebe dir die Informationen, die ich habe. Und anschließend wirst du mit mir gemeinsam das Geheimnis des Bresson-Tagebuchs lösen. Gib dein Bestes, ja? Schon Arsène Lupin soll am Diebstahl des Bresson-Tagebuchs gescheitert sein. Der Traum, der für meinen Großvater nicht wahr werden konnte. Was zum Teufel ist das, Lupin? Auf jeden Fall etwas, das die Welt komplett verändern wird. Wir haben 5 Buchstaben, doch das hier bedeutet wohl, dass das Passwort aus 8 bestehen muss. Erste Prüfung. Hatten Sie etwa vor, uns diesen Schatz wieder abspenstig zu machen? Seht ihr das an? Lupin und seine Freunde werden jetzt endgültig aus dieser Welt verschwinden! Nein! Lupin! Es tut mir leid. Wow. Bald mal wieder!
Ab heute heißt du für mich Laufbursche. Muss ich nicht verstehen. Johnny. Josie, verdammt! Du wirst bei uns im Haus arbeiten. Bring mir vierblättrige Kleeblätter. Verschwinde sofort aus meinem Revier. Sie bringt einen echt zum Heulen. Nimm mich mit. Ich will, dass du mich sofort ans Meer mitnimmst. Und jetzt hat sie überhaupt niemanden mehr. Wie gut du es doch hast. Du kannst gehen, wohin du willst. Träume sind schön und gut, aber entscheidend ist die Realität. Ich warte ewig und nichts passiert. Also, was machen wir? Ich will nicht, dass du aufgibst. Was wissen Sie denn schon? Das könnte meine erste und letzte Chance in diesem Leben sein. Du musst zu Neo gehen lassen. Hast du Angst? Ja, ich dachte, mit dir würde ich keine Angst haben. Mit mir? Verzeihen Sie, war das für Sie der Schlüssel zu etwas sehr Wichtigem? Zu dem Wichtigsten, was es gibt. Es ist sehr schwer für uns gewesen, Sie überhaupt zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn noch einmal in der Hand halten würde. Das war vor 30 Jahren. Nein, wartet! Ich komme zu dir! Ich komme zu dir! Behalte ihn, bis wir uns wiedersehen. Ich werde ihn nur einmal sehen und ihm das zurückgeben, was ihm gehört. Sie sind immer da, um mir zu helfen. Ich habe ihm versprochen, dass ich zu ihm kommen werde. Ja, meine entzückende Katharina. Das ist Jodo Stewart, der dritte Prinz des Königreichs. Wollt ihr meine Braut werden? Ja. Das ist mir so rausgerutscht. Wartet bitte auf mich, Prinz Jodo. Was ist das hier für ein Ort? Das waren Erinnerungen an mein voriges Leben. Das ist wie in dem Otome-Game, nachdem ich so verrückt war. Das hier ist die Welt aus Fortune Lover. Dann bin ich also... Katharina Klaes. Sie spielt die Schurkenrolle. Folgendes Schicksal erwartet sie. Sie muss sterben? Das werde ich zu verhindern wissen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Hoffentlich entgehe ich meinem Untergang und kann für immer mit allen zusammenbleiben. Früher oder später gehörst du mir allein. Oh? Sieh mal, dein Fanclub ist da. Ich bin nur neidisch, weil ich bei den Mädels nicht so gut ankomme wie du. Ich will eine Freundin. Der ist für mich? Ein Liebesbrief? Was denn das? Ein Höschen! Was meinst du, hat das Höschen zu bedeuten, Schoma? Der Brief lag doch im Kalligraphie-Club-Raum. Dann können wir die Verdächtigen eingrenzen. Eine von diesen drei Mädchen ist deine Cinderella. Die Hübsche aus der 12. mit dem riesigen Vorbau, Sayuki Tokihara. Ich will, dass du mich zu deinem Haustier machst. Die Liebe und Niedliche aus der 10. Yuika Koga. Ich möchte dich bitten, mein Sklave zu werden. Eine enge Freundin von dir aus unserem Jahrgang, Mao Nanjo. Ich will nicht, dass du dich den anderen Mädchen näherst. Streng dich an, dann findest du deine Slipperella. Sayuki, die Masochistin, Yuika, die Sadistin und Mao, die Fujashi. Überall pervers um mich herum. Hallo, ihr Lieben.
Hier spricht der Medienstapel namens Michi. Ich begrüße euch zu unserer, ich steck das mal weg hier, Gottes Willen, zu unserer mittlerweile 9. Ausgabe der KZ Retro Perspektive. Wie man an dem Stapel hier schon ein bisschen gesehen hat, kann man das Thema sich vielleicht schon denken. Es geht heute um Science-Fiction-Klassiker. Und die liebe Cindy ist leider über alle Berge diese Woche. Deswegen habe ich mir einen lieben Co-Host mit ins Boot geholt. Es ist der Gabby vom AOD-Team. Hallo Gabby. Hallöchen. Und wir haben heute noch als Special Guest dabei den, oh, ich wollte das immer mal so sagen in der Ankündigung, den Spiegel-Bestseller-Autor. Und wahrscheinlich Deutschlands produktivster Manga-Zeichner, David Fülecki. Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn? Naja. Produktiv nicht mehr so sehr seit kurzem, wegen Baby. Aber Baby ist jetzt auch sehr produktiv. Weil das kabbeln kann. Ja, aber das produziert im wahrsten Sinne nur Scheiße. Das könnte man jetzt von dem Papa auch sagen, von dem Baby, aber in einer anderen Form. Ja, Spiegel-Bestseller-Autor, genau, seit kurzem. Aber das klingt aber falsch, weil davor gab es noch so eine Extraliste für Deutschlands erfolgloseste Autoren, die habe ich bis dahin immer mit Platz 1 angeführt und das erinnert mich an den Comic, den wir mal zusammen gemacht haben. Genau, nee, aber für das, was es war. Ja, vielleicht die Liste der besten deutschen Zombie-Manga. Platz 12. Nein, war wirklich ein schönes Projekt. Es ist damals vielleicht sogar mein aufwendigster Manga bis zu dem Zeitpunkt. Aha. Ich dachte, bevor der Michi mit mir schimpft, darf man dafür eigentlich Werbung machen für solche Titel? Ja, ich glaube, für Zwerchfell kann man Werbung machen. Dead Ends hieß die Anthologie. Gibt's deutsche bestimmt noch zu kaufen, ja. Ja, also ich glaube, die freuen sich auch, wenn da noch ein paar hundert aus dem Keller verschwinden bei Zwerchfell. Gut, ihr Lieben, um Zombies soll es heute aber nicht gehen, außer es sind zukunftsträchtige Space-Zombies. Vielleicht kommen wir dazu noch. Cyber-Zombies. Cyber-Zombies. Ja, Mann. kurz noch, wenn ihr unsere Retro-Perspektive verfolgen oder vielleicht mal nachhören wollt, die gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf iTunes, auf was auch immer Google noch so ausspuckt. Sucht einfach nach KZ Retro-Perspektive. So, und dann mal rein ins Geschäft. Was könnt ihr euch noch so erinnern? Also ich meine, ich habe ja mal auch so ein bisschen zurückgeblickt, womit ging es bei mir so los, was das Thema Sci-Fi auch angeht und Anime und Manga. Und das war ja bei mir noch in den goldenen 90ern. Können sich ja die meisten gar nicht mehr dran erinnern oder waren auch gar nicht auf der Welt. Das Sack. Und die ersten Titel, die ja so groß waren, also wenn man jetzt mal absieht von hier Heidi und Biene Meier und dem ganzen Kram, war ja Science-Fiction-Stories hauptsächlich. Also, Akira, Ghost in the Shell, Battle Angel Alita und so weiter. Also das war ja schon ein bisschen so das Fundament der Szene. Habt ihr da damals schon ein bisschen was mitgekriegt davon? Ja, also, willst du erst mal anfangen? Also ich bin jetzt, glaube ich, hier der Jüngste in der Runde mit knapp 30. von daher, ja, 90er, ich habe so ein paar Sachen auf Vox damals gesehen, in den Anime-Nächten da, aber ich habe jetzt nicht mehr so 100% auf dem Schirm, was davon Sci-Fi war. Alles gefühlt. Eigentlich alles, ne? Das war ja eigentlich so die goldene Cyberpunk-Ära da in den späten 80ern und frühen 90ern da in Japan. Da war ja quasi jeder zweite Anime war ja irgendwas mit Cyberpunk und Sci-Fi und so. Aber ich würde sagen, so das erste Ding, was mich richtig geflasht hat, war dann ein ganzes Stück später, war dann Ghost in the Shell. Glaube ich auch so der wichtigste Titel. Ist auch mein Lieblingsfilm immer noch. Ja. Okay. Kam ja schon eher raus, ne? Also bevor das auf Vox da losging. Genau. Der kam ja schon mal. Was lief der in den Kinos in Deutschland? Oder? Ja, der lief, aber bei uns dann, glaube ich, verspätet, weil der ist ja, glaube ich, von 95, der Ghost in the Shell, der erste Kinofilm. Und ich bin mir relativ sicher, dass der bei uns im Kino lief, aber ich glaube nicht 95. Ich glaube, die brauchten dann halt erst den Anime-Boom in Deutschland, um das halt noch so After Effects hinterher zu spülen. Ja, das war damals generell, also gerade sowas wie Prinzessin Mononoke, das war genau genommen noch ein ganz kleines bisschen vor dem Boom. Und da habe ich damals noch
mit großen Anstrengungen versucht, irgendwo den im Kino zu gucken. Das war damals praktisch nicht möglich in Deutschland. Und dann irgendwann mal mit Chihiros Reise ins Zauberland und so weiter haben dann die deutschen Kinos gemerkt, man kann auch sowas den Leuten jetzt zumuten. Und dann kam bei uns auch eben zum Beispiel Sinisters und so weiter auch solche Anime-Filmnächte groß raus, wo die gemerkt haben, hey, wir können den Leuten sonst was für einen Quatsch zeigen. Da gibt es so eine Hardcore-Fanbase. Da habe ich tatsächlich noch ein paar Filme danach holen können auf der Leinwand. Ich sehe gerade bei Wikipedia hier, da ist keine Erwähnung von Ghost in the Shell im Kino, aber dass es schon ein Jahr später auf VHS in Deutschland rausgekommen ist. Ja. 96 bei Rapid Eye Movies. Ja, genau. Da gab es ja damals noch bei uns auf dem Schulhof, wurden da immer diese Bestellkärtchen. Und das waren so richtige kleine Kataloge. Die ging darum, das war heiße Ware. Das meiste war wirklich UVA-Original mit Untertiteln. Ich glaube, das war auch das, wo sich dann Vox bedient hat. Ja, da lief auch ganz viel UVA-Kram, der dann gar keinen Dub hatte. Ja. Und geschnittene Hentais und solche Sachen. Nicht Ach, immer stimmt. geschnitten. Das war ja auch oft trotzdem auch Science Fiction. Also das war ja immer alles gleichzeitig. Ich kann mich danach gut erinnern. Da kann vielleicht Michi gleich was dazu erzählen. Dann würde ich aber noch mal einen Schritt zurückgehen danach. Return of the Chojin oder Overfiend oder wie auch immer es dann genannt wurde, da hast du ja deine ganz besondere Erfahrung damit gemacht. Kann man ja auch als Science Fiction betrachten. Irgendwann, jemand musste ja mal diese Tentakel programmieren. Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt da anspielst, aber okay. Ich weiß, dass das. Weiß nicht, ob man den empfehlen sollte. Da bin ich, also ich habe ihn auch gesehen, aber. Es ist ja irgendwie. Ich weiß, der dritte Teil. Filmuniversum. Ja. Mhm. Also der dritte Teil lief ja auf Vox und die hatten ja quasi die ganzen Hentai-Szenen rausgeschnitten und dann war das tatsächlich ein richtig guter Horrorfilm. Also wenn die weg waren, dann was überblieb, war ganz nice. Rausgeschnitten? Doch, die waren ja so. Was hab ich denn da verpasst? Also ich dachte mir. Was will man denn noch zeigen? Du hast ja praktisch schon die Frauen von innen gesehen, nachdem die geplatzt sind. Also, was will ich denn dann? Also, das war der perfekte Film für mich. Also, ich kenne jetzt schon den ersten Teil und da würde mir zumindest einiges einfallen, was man da rausschneiden kann. Also, das ist schon kritisch. Ja, kritisch. Ich weiß gar nicht, ist das Ding indiziert? Dürfen wir da überhaupt drüber reden? Solange wir es nicht bewerben, wir machen ja keine Werbung dafür. Genau, ich mache keine Werbung dafür. Ich kann nur sagen, ich hatte damals diese harten Heavy-Anime-Nächte, so hießen die ja bei Vox, die hatte ich immer VHS-Kassette mit Longplay aufgenommen. Die ging ja dann meistens Freitagnacht, glaube ich, von 1 Uhr bis 6 Uhr oder so. Also hat es dann wirklich viele, viele Stunden am Stück, ein Film nach dem anderen. Und die wurden dann auch nie irgendwo mal dokumentiert. Ich hatte mich dann mal mit jemandem getroffen, der in Deutschland damals diese ganzen Anime-Ausstrahlungen im Fernsehen versucht hat zu dokumentieren fürs deutsche Wikipedia oder was. Und der war händeringend auf der Suche nach offiziellen Informationen, hat er auch Vox informiert, aber selbst Vox hatte wohl keine Information mehr, was die damals in ihren Videorekorder gesteckt hatten. Und da hatte ich dem tatsächlich ein bisschen helfen können mit meinen alten Videokassetten, damit er das seine Liste vervollständigen kann, weil viele von den Sachen liefen einmal nie wieder. Und diese eine besondere harten Heavy-Anime-Nacht, wo Return of the Chojin mit drin lief, die Kassette, die musste ich so oft verleihen auf dem Schulhof, die war ausgeleiert wie ein Schlüpfergummi, sage ich euch. Also das war eine Zeit vor dem Internet, weil ich bin sehr, sehr, sehr alt. Und jeder Mensch an meiner Schule hat diese Videokassette geguckt. Und da waren auch noch so ein paar andere Klassiker wie, ich glaube, Ray Lan war da in der Nacht mitgelaufen. Der lief dann aber ein paar Mal noch. Und dieser Panther-Film, Midnight Panther oder wie der hieß. Das ist nicht Black Panther aus dem Marvel Cinematic Universe, also jetzt nicht da irgendwie eine Verbindung herzustellen. Aber dieses Return of the Chojin, diese zwei Stunden, die irgendwie der mittlere Film der Trilogie oder was war, keine Ahnung, wo kein Mensch verstanden hat, um was es geht, aber einfach nur, weil der so bizarr, übersexualisiert, brutal und alles war, was man heute nicht mehr machen darf, der hatte eine Faszination. Ich glaube, sogar meine Lehrer haben den sich wahrscheinlich mal ausgeliehen. Und die Videokassette, die konnte ich dann nicht mehr gebrauchen. Also die war voller Flecken. Nein, aber die war ausgeleiert, wie gesagt. Ich habe die dann teilweise sogar mit Klebeband zusammengeflickt. Jetzt werden viele nebenbei googeln, Videokassette, was ist das? Aber ja, gut, so alt sind wir. Haltet sie nicht an Magneten. Ich weiß, also ich habe die DCTP Nachtclub-Season ja, glaube ich. Mhm. Ich habe die auch alle mitgeschnitten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich diese sogar noch irgendwo.
bei meinen Eltern rumliegen. Müsste ich mal gucken, wenn die so rar ist. Dann... Da sind bestimmt Raritäten dabei, die man gar nicht nirgendwo mehr findet. Genau. Da waren noch so gute Sachen dabei. Sachen zu finden. So, das ist, also vieles ist ja gar nicht auf DVD rausgekommen in Deutschland oder auf Blu-ray. Und da können manchmal VHS-Aufnahmen vom TV von damals können Gold wert sein. Ja. Muss mal schauen, was ich noch alles so habe. Ich hatte auch die Spezialtechnik mit zwei Videorekordern, wie man die Werbung dann herausgeschnitten hat und alles. Picobello, ich hatte die Spezialtechnik, die nannte sich mein Papa. Den habe ich da einfach nachts die Sachen aufnehmen lassen und der musste das dann immer manuell halt rausschneiden. Und der hatte gedacht, das ist ja für die Bildung des manga-affinen Kindes wichtig. Hat ja was gebracht, ne? Hat was gebracht. Auf die Spiegel-Bestsellerliste, ne? Das meine ich. Ja, genau. Das ist also wirklich der direkte Übergang. Return of the Chojin und dann jetzt der Comic für den YouTuber German Let's Play. Man erkennt direkt die Übergänge. Parallel zu Urotsuki Doji. Ich hab tatsächlich jetzt, ich will jetzt nicht noch mehr Werbung machen, aber ich habe jetzt tatsächlich neulich ein Kinderbuch gemacht, wo ich sehr viel Tentakel drinne eingebaut habe, wo ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie als Übergang gesehen wird. Nein, ich bin auch sonst gar nicht so, also Tentakelporn entgegen der Gerüchte, so krass bin ich da gar nicht drin, aber nach Return of the Chojin oder wie du es gerade genannt hast im Originaltitel, ich glaube, da gibt's kein Herz, was da nicht aufgeht vor Freude, wenn man sieht, was die sich alles haben einfallen lassen, was man da alles untenrum machen kann. Und der, vor allem die Zitate, wer auch immer das übersetzt hat, also ich glaube, der Typ müsste, oder die Frau, ich glaube, es ist ein Typ gewesen, sollte dafür noch rückwirkend einen Literaturnobelpreis bekommen. Ich bin so geil, wann bin ich immer noch so geil, mach's mir, so sei es. Und dann verwandelt sich der Typ in so einen Schädeldämon und naja, den Rest kann man sich vorstellen. Love Story 0850. Mal gucken. Okay, aber lass uns mal. In der Zeit gab's super viele so hyper-violent OVAs irgendwie so. Violence Jack zum Beispiel, so ein Sequel zu Devilman von Go Nagai. Das ist auch so ultra brutal, ey. Da ich meine, so, wer jetzt heutzutage Squid Game guckt zum Beispiel, dem würde da auch irgendwie, glaube ich, das Herz aufgehen, so bei diesem völlig, völlig übertriebenen Gore, was du einfach auch nicht ernst nehmen kannst, weil es völlig, völlig over the top ist aber nicht für jeden was. Ja, MD Geist ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ja, für auch auf Vox war ja auch so ein Cyber-Splatter-Dings. Der ist auch super, super brutal, aber nicht gut. Ja. Ich mochte den irgendwie, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich damals im Teenie-Alter, da ging es wirklich nur um die Blutsalbe wahrscheinlich dann. Ja, ich habe ihn zweimal gesehen und fand ihn beim zweiten Mal noch beschissener als gut. Ja, man hat einfach damals gedacht, ich muss alle Anime gucken. Es kann ja sein, das ist der letzte, der jemals läuft im deutschen Fernsehen. Das war ja alles noch so diese Sturm- und Drangzeit, wo man dachte, vielleicht kann ich jetzt noch alles nachholen, was jemals produziert wurde. Und MD Geist habe ich relativ häufig gesehen, stimmt auch, mir hat er auch nie besonders gut gefallen. Der driftet dann irgendwann mal weg inhaltlich. Ich habe dann nie so richtig verstanden, was der von mir will. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch irgendwie so zusammengeschnitten ein paar Serienepisoden waren. So fühlte sich es manchmal an. Nee, das war so, wie es ist. Das war wirklich so. Das ergibt einfach keinen Sinn, das Ding. Das war halt ein ganz häufiges Problem. Gerade auch das Genre generell hat halt für mich oft das Problem gehabt, man kommt gut rein. Und irgendwann driftet das dann ab. Und irgendwann verstehe ich nicht mehr, um was es geht, weil das dann sehr philosophisch wird. Und wir haben jetzt auch schon viele Titel genannt, es werden auch noch viele Titel kommen, wo ich das Gefühl habe, das ist so die japanische Definition von Science Fiction und Cyberpunk und wie man es nennen mag, dass das irgendwann muss es unbedingt philosophisch werden. Siehe sowas wie Neon Genesis Evangelion oder Akira oder... Ghost in the Shell, das sind ja die guten Arten von philosophisch so, aber bei so Sachen wie MD Geist oder so, da hast du dann das prätentiöse philosophische irgendwie, ne? Gerade im Twitch-Chat wird gerade noch erwähnt hier, Story of Ricky, der ist auch super, aber der Realfilm davon, der ist auch... Den dürfen wir wirklich nicht erwähnen, der ist beschlagnahmt immer noch, glaube ich. Echt? Echt? Oh Gott, dann habe ich ihn nicht erwähnt, aber der Anime ist nicht beschlagnahmt. Aber ich habe die Dura auch liegen. Ich halte jetzt nicht in die Kamera. Das ist aber kein Science-Fiction, das ist ja hartes Knastdrama, könnte man sagen. Genau, genau. Okay, wir müssen irgendwann nochmal einen Splatter-Podcast machen, sehe ich. Wir kommen wohl nicht umhin. Aber wir haben jetzt mehr über MD Geist geredet, als über Ghost in the Shell. Ich finde, damit sind wir auf einem guten Kurs.
was das Niveau dieses Podcasts angeht, was hatten wir denn noch so aus der Zeit? Ich würde gerne noch mal eins zurückspringen, weil ich dachte ja, vorhin, weil du anfingst mit Heidi und so die ersten Anime oder der erste Eindruck dieser japanischen Popkultur in Deutschland, da dachte ich ja, du willst auf Captain Future als nächstes eingehen. Dann bist du direkt aber schon ein paar Jahrzehnte weitergesprungen, weil Captain Future hat mich tatsächlich sehr geprägt und da hätten wir wirklich ein schönes Gegenstück zu MD Guys. Ja, der wurde auch schon im Chat, glaube ich, gedroppt irgendwo. Ja, Captain Future ist natürlich legendär. Also wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, wenn wir schon dabei sind, der allererste Anime, der überhaupt im deutschen Fernsehen lief, meines Wissens, zumindest die erste Anime-Serie, war auch eine Science-Fiction-Serie. Und das war Speed Racer. Ja. Lief nicht lang, weil das war damals zu brutal. Wir haben schon mal drüber geredet in einem vorherigen Podcast. Aber wer sich da jetzt bei zu brutal irgendwie so Gore vorstellt, zu brutal war damals ein Auto. Schnell um die Kurven fahren. Fährt zu schnell um die Kurve und landet an der Wand und explodiert. ohne jegliches Gore. Aber das war zu brutal für damals. Gewalt gegen Blech, ja. Da lief man nur 2 Folgen oder so, dann haben sie es abgesägt. Aber damit ging es mal los in Deutschland und dann lange, lange nichts. Dann, wie gesagt, die ganzen frühen Sachen, wo Miyazaki und Takahata und die ganzen Ghibli-Leute schon mit dran gewurkelt haben, mit Heidi und so weiter, was man ja nicht als Anime wahrgenommen hatte. Und dann eben Captain Future, wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen dem Soundtrack. Aber come on, Captain Future, nicht nur, also komm. Das ist, kannst nicht darauf reduzieren, aber ich glaube, wenn Leute heute Captain Future sagen, dann ist das doch das, wo man zuerst denkt. Ja, aber das ist auch wirklich was, ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich habe den tatsächlich nochmal als erwachsener Mann gesehen. Das hat jetzt nicht viel zu bedeuten, weil ich war schon in 60er Jahren dann erwachsen geworden, aber der hatte sich gut gehalten. Ich war sehr positiv überrascht und das ist auch wirklich so das eine große Bindeglied, wenn man, also gerade Michi, wir sind ja auch oft auf Nicht-Manga- und Anime-Conventions, hier Comic-Salon Erlang, und wir sind ja da so ein bisschen die Manga- die trolligen Manga-Kinder, die man sich da einlädt, damit wir da halt mal so ein bisschen Fernost-Atmosphäre reinbringen. Und da kommt dann häufig ja auch ältere Herrschaften zu mir und connecten dann über Captain Future. So nach dem Motto, es ist ja gar nicht alles schlimm, was aus Japan kommt, denn ich habe damals Captain Future gesehen. Und da freue ich mich immer für die. Und ich finde das auch total krass, wie die sich dann auch da reingenördet haben damals, dass sie da so kleine PVC-Figürchen von Otto und so weiter gesammelt hatten. Und für viele, wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel Perry Rhodan als die, glaube ich, längste Romanreihe der Welt. Und da gibt es halt viele Überschneidungen. Also Perry Rhodan-Fans sind oft auch Captain Future-Fans. Und ja, ich habe da auch schon von vielen gehört, die warteten seit damals eigentlich nur auf den Perry Rhodan-Anime. Naja, mal gucken. Noch ist das letzte Wort da nicht gesprochen. Ja, es driftet ja langsam so rüber. Also in den USA bringt er jetzt einen Light Novel Verlag Perry Rhodan raus auf Englisch. Ah, okay. Ich glaube, es war sogar Jan Press. Ich habe ja auch für Barry Roden illustriert und habe da auch so ein bisschen Manga-Ästhetik hin und wieder reingebracht und habe dann aber gemerkt, dass das bei den Japanern auch so populär war in 70er Jahren oder wann, dass damals tatsächlich schon japanische Illustratoren viele der Character-Designs festgelegt hatten für Barry Roden, aber in dem recht westlichen Stil gehalten, deswegen habe ich es nicht gleich erkannt. Ja, wie zum Thema Barry Roden. Nee, aber Captain Future, das kriegt man ja auch. Also das kann man irgendwo heute immer noch gucken. Ist so vielleicht auf Blu-ray mittlerweile irgendwie. Genau, also ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vor allem dann auch wieder die über 60-Jährigen kaufen, dann ich. Aber kann ich schlecht einschätzen, wie das jetzt für so jüngere Fans dann wäre, Anime-Fans. Also ich habe es leider verpasst damals im TV. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch zu einer Zeit im TV lief, als ich aktiv schon Fernsehen geguckt. Ich denke schon, ja. Es kam tatsächlich auf Tele 5 war das dann. Die hatten noch mal in den frühen 2000ern. Achso, okay. Das ist das Problem. Tele 5 hatte ich nicht und dann konnte ich es nicht nachholen. Und ich habe aber letztens mal die erste Folge davon gesehen. Aber ich kann die Faszination nachvollziehen aus damaliger Sicht. Aber aus heutiger Sicht, wenn man da keine Nostalgie hat, ist es schwierig. Ja, es sind immer 4 Folgen, bilden zusammen so ein Miniserial, das ist so ähnlich wie bei den alten Doctor Who-Serials. Und das sind eigentlich immer schöne, runde Geschichten gewesen. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte, dass es sich gut gehalten hat.
bei dem Stil muss man wirklich mal drüber hinweggucken, aber es war auch anständig erwachsen erzählt für uns Kinder und du hattest dann eigentlich immer noch irgendwie einen Twist drin. Also du hattest immer pro Serie, also wie gesagt, immer so 4 Folgen, also etwa so eine Spielfilmlänge. Du hattest dann immer was, wo du sagen konntest, okay, das ist wirklich so eine schöne Science-Fiction-Idee. Das ist auch schön rund zu Ende erzählt. Da haben sich dann nicht am Ende irgendwie Planeten zu riesen Robotern verwandelt, so völlig aus dem Nichts. Was ist jetzt los? Denn es blieb immer auf eine gewisse Art hahaha geerdet, obwohl es im Weltall spielte, haha. Und da gab es halt so die ganzen klassischen Themen, auch mal eine Zeitreise und so weiter, Spoiler. Und mal gucken, also ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, auch ohne nostalgische Verklärung, so rein aus Science-Fiction-Fansicht ist es das vielleicht noch wert. Ja, so das ist aus, ja auch so ein, aus historischer Sicht auch. Ja. Ja. Das ist ja auch so ein spezifisch deutsches Phänomen, also gerade auch durch die deutsche Fassung. Es war ja wohl damals so, dass man nur das Bild bekommen hat und kein eigenes Tonmaster, zumindest keine eigene Musik- und Effektspur, deswegen gab es einen eigenen deutschen Soundtrack von Christian Bruhn. Berühmter Lagerkomponist und TV-Jingle-Komponist, das alte Milka-Jingle. Den kennt auch jeder, glaube ich. Ja, ja. Kennt jeder. Das also selbst Openings man, auch von wenn man es nicht geschaut hat damals, hat man das Opening im Kopf. Ja, ja. Und das war also seine Exkursion in so Proto-Techno damals. Das ist ja auch in einer Clubszene mega berühmt geworden. Obwohl er das, was er eigentlich referiert hat, musikalisch gab es in Frankreich schon 4-5 Jahre vorher. Und der japanische Captain Future Soundtrack ist auch so ähnlich in dem Stil. Also der ist auch so ein bisschen Space-Disco-mäßig. So ein Space-Funk, habt ihr mal gehört. Das geht nicht so ins Ohr wie Christian Bruhn, hat er mal auch so den Trick drin, dass das alles so mega catchy wird bei ihm. Deswegen hat er auch dann Werbejingles gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich mal einen Artikel über ihn gelesen. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Also da lebte er noch. Er ist schon ein sehr alter Mann und er wurde nur aufgezählt, was hat er alles gemacht. Und dann denkst du, okay, das ist eigentlich der wichtigste Musiker aller Zeiten, wenn man es genau nimmt. Weil ich glaube, kein Mensch hat so viele Melodien abgespeichert von ein und denselben Mensch, wie das bei ihm halt der Fall ist. Ja, und dann halt auch noch so einen der wichtigsten Anime-Soundtracks gemacht. Ja. Und die Synchro war natürlich auch super. Ich habe mich jetzt echt gefreut. Ich habe jetzt Cowboy Bebop letztens nochmal rewatcht. Und der Synchronsprecher von Captain Future, ich habe seinen Namen leider gerade vergessen, der spricht da ja auch eine Rolle mit. Das war irgendwie so ein schöner Kniff, den nochmal da. Das sieht man aber auch, wie alt Cowboy Bebop tatsächlich schon ist. Als du die Einladung rausgeschickt hast für den Podcast, dachte ich noch so, Cowboy Bebop, ist das schon alt genug? Ja, das ist doch erst vorletzte Season gewesen. Ja. Man merkt das gar nicht so. Ja. Nee, Cowboy Bebop 98 war es tatsächlich. Ja, also 98, ja. 1999. Und ein bisschen hat es ja gedauert, bis es zu uns kam, ich glaube 2001, 2002. Relativ früh, ja. Also das war definitiv schon zu einer Zeit, wo ich schon aktiv Anime im TV geschaut habe und den auch aktiv wahrgenommen habe. Ich habe, glaube ich, nie alle Folgen gesehen davon. Ich muss es mal nachholen. Ich habe die ganzen 26. Die Blu-ray, die du da hast, du hast noch die, ist das die DVD? Nee, das ist die neue, die Dead jetzt nochmal rausgebracht hat. Das ist genau, die bei Peppermint auch rauskam vor ein paar Tagen. Aber genau, die habe ich mir auch geholt. Die ist super schick. Auch geiles Booklet und so drin. Aber ich muss es mir nochmal komplett angucken, weil da ist jetzt echt die Erinnerung zu weit her, weil ich es wirklich nur vom Fernsehen damals kenne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis zu diesem Wochenende nie komplett gesehen. Ich hab's jetzt was ist denn mit euch los? Nein, das Problem war, ich hatte den ausgeliehen bei mir aus der Bibliothek. Und das Problem war nur, irgendjemand hat mal die 5. DVD davon nie zurückgebracht, weil es war immer nur 1-4 und 6 da. Und die 5, die gab es immer nicht. Und dann konnte ich das nie fertig gucken. Das alte Bibliotheksproblem. War jetzt richtig schockiert, dass es dann doch so tragisch endet, weil ich kannte den Film ja auch noch. Und ja, dachte, der spielt halt vorm Ende. Dann kann es ja nicht so schlimm sein, was am Ende mit einer Serie passiert. Genau. Ja. Aber dann kam eben genau das, ja, der Film spielt gar nicht nach der Serie, sondern mittendrin. Das ist nämlich auch bei mir so ein Ding. Cowboy Bebop, ich mache immer mal so alle paar Jahre eine Top-10-Liste, meine Lieblingsanime aller Zeiten. Das ist immer Platz 1, das ist die Schatzinsel von 1978. Das steht da auch ganz fest in Stein gemeißelt. Aber der kommt doch relativ früh, je nach Tagesstimmung bei mir, Cowboy Bebop. Ich mag auch super gern Samurai Champloo, deswegen habe ich das oft so als Gemeinschaftsplatz 4 oder so. Und Cowboy Bebop habe ich aber diese 26 Folgen, ich glaube 26 sind es genau, die habe ich halt so
in meinem Herz so in Kristall eingeschweißt abgespeichert, dass ich den Film nicht gucken wollte. Und der Film, der lief bei uns auch im Kino. Und ich hatte damals sogar die Möglichkeit, den, glaube ich, auch sogar bei unserem Studentenkino anzugucken. Und ich dachte, ja, aber nach der Serie will ich das überhaupt? Zumal, was du jetzt schon angedeutet hast, ohne zu spoilern, ja, so rein dramaturgisch geht das dann nochmal in eine andere Richtung. Eben, weil das halt nicht nach der Serie spielt. Und ich wollte eigentlich dann nicht nochmal in diese Welt, auf die Form zurück. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber obwohl ich so ein großer Fan bin, dachte ich, der Film macht mir da irgendwie dieses Gesamterlebnis kaputt. Aber ich habe dann mal in den Film reingeguckt und so die ersten 10, 20 Minuten vielleicht geguckt und habe gedacht, das ist auch wieder so ein sehr hohes Niveau, super animiert, aber ich will das nicht. Ist ganz schwer zu erklären. Ich weiß auch nicht, ja, ob ich demnächst die Live-Action-Serie sehen will. Auch wenn die das sehr gut machen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das ist so eine nahezu perfekte 26-Folgen-Serie, wo ich eigentlich immer froh war, dass dann das für sich auch so gut funktioniert und dass man nicht nochmal eine Origin-Story erzählen muss und so weiter. Ich habe auch die Manga extra nicht gelesen, weil ich da auch das Gefühl hatte, das wird das irgendwie verwässern. Ja, jetzt wurde gerade im Chat auch nach unserer Meinung gefragt zu Netflix Cowboy Bebop. Ja, ist das jetzt, ist das schon losgegangen? Also es gibt nur einen Trailer bisher. Also es, ja, den nächsten Monat. Das Opening haben sie nachgestellt, das Original, also mit einem Live-Action-Stil. Das ist ja auch ziemlich in Kritik geraten. Ich fand's cool. Ich fand's cool gemacht. Es hat einen nicht so professionellen Look, aber das passt irgendwie ganz gut so in so ein 90er-Feeling irgendwie. Also das, ich fand, dass das hatte was für sich. Das war sympathisch irgendwie, das Opening. Ja, sie haben ja vieles nachgestellt. Also die drei alten Knacker, die da mal gar nicht spielen, die tauchen ja irgendwie auch relativ authentisch getroffen. Ja, es ist immer so die Frage, also ich habe jetzt auch viele Stimmen gehört, die meinen, okay, warum machst du das jetzt? Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du sowas real verfilmst. Ja. Entweder du entfernst dich zu sehr vom Original oder es sieht halt aus wie ein Cosplay-Video. Und ja. Bei Cowboy Bebop war jetzt das Letztere eher so der Kritikpunkt, dass man gesagt hat, okay, Spike ist jetzt doppelt so alt, aber er sieht halt irgendwie aus wie zwei Cosplayer. Und die anderen halt auch. Das könnte das Problem werden. Das funktioniert in so einem Opening, ne, was so überstilisiert ist, aber dann in der eigentlichen Serie könnte schwierig werden, aber. Ja, wir hatten ja im Prinzip schon Live-Action Cowboy Bebop mit Firefly damals. Joss Whedon, ja, hat's ja probiert. Der hat ja, finde ich, auch ganz gut so die Vibes aufgefangen. Das war ja auch ganz eindeutig die Referenz für seine Serie. Ja, nach 13 Folgen oder so war es das dann halt. Nicht mal die erste Staffel beendet und dann nochmal einen Film machen dürfen. Und ich glaube, wenn der da damals vielleicht sich noch ein paar Jahre damit Zeit genommen hätte und dann so mehr in diesen Serienboom, in diesen aktuellen Serienboom mit dem Konzept reingekommen wäre, ich glaube, dann hätten wir eine ähnliche grundlegende Story gehabt. So im Prinzip Cowboys im Wilden Westen. Das ist immer was auch mich schon so fasziniert hat. So du erdest halt die Geschichte durch so normale menschliche kleine Tragödien und so kleine Geschichten und hast ja das Gefühl, es gibt da draußen ein riesen Weltall, es gibt die vielen Kolonien. Das ist aber nicht so wichtig. Ich bin jetzt hier bei meinem einen Charakter, der so ein relativ hanebüchenes, verhältnismäßig kleines Problem lösen muss. Und das fand ich immer total schön bei Cowboy Bebop. Dass dir das nicht so draufgedrückt wurde. Ja. Jetzt kommt hier noch so ein Imperium und jetzt müssen wir noch mit einer Prequel-Story da die Geschichte, wie das Imperium entstanden ist, erzählen. So ein Nein, das ist alles irrelevant. Das war auch was zum Beispiel mein Papa immer mit mir angeguckt hat. Ich weiß nicht mehr, wo das lief, MTV2 oder so. Das war, glaube ich, eine von diesen Serien. Und das hatten wir auch auf Videokassette aufgenommen. Kann auch sein, ja. Die hatten damals die ganzen guten Sachen sich aufgeteilt, die Musiksender. Und das ist tatsächlich auch das, so ein Ding, so, ich sag mal, das Captain Future der 90er oder frühen 2000er, wo du das Gefühl hattest, da konnten sich alle drauf einigen, ob man Anime guckt oder nicht, ob man Manga liest oder nicht, aber Cowboy Bebop ist über solche Geschmackssachen erhaben. Das ist einfach nur ein in sich geschlossen feines Ding, das hat einen geilen Stil. Und übrigens, die Kampfszene aus der ersten Folge von Cowboy Bebop war damals die Inspiration für Avatar, Herr der Elemente. So dieses Capoeira-mäßige Kämpfen. Und da hat der Erfinder von Avatar gesagt, hey, irgendwie sowas? Cool. 2 Minuten später, Avatar. Das, ne?
die Szene in so einem Café, also wenn man sich jetzt nochmal die erste Folge anguckt, ihr erkennt das dann. Das war so die Grundlage für das Elementbändigen und das erkennt man dann noch bei Avatar, den Kampfstil. Ja, da gibt's übrigens falsch. MTV und MTV 2 war's. Und Vox später auch nochmal 5 Folgen. Fünf Folgen. Das hat er halt auch schon gesagt. Aber ja, da gibt's halt so ikonische Szenen in Cowboy Bebop Folge 5 mit dieser Schießerei in der Kirche, die so John Woo-mäßig ist, einfach. Ja, was ja, das auch mich erinnern. Die hab ich definitiv im TV gesehen, ja. Die war cool. Die Episode Pierrot le Fou mit so einem, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber einem Clown. Das ist für mich bis heute noch so eine perfekte, in sich geschlossene Episode, weil das ist einfach so mega spannend und voll gewesen. Und es hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Das ist einfach mal so Monster für Week im Prinzip und einfach nur so ein Clown. Und das Ding für sich kannst du auch gut alleine angucken, dann mit diesem Humor. Jetzt sage ich dazu nicht, aber das ist hervorragend. Und du hast mit Ed eine der, finde ich, immer noch besten Anime-Figuren aller Zeiten. Ja, von Ed war ich ein bisschen, also ich mag Ed total. Ich finde es halt schade, dass so wenig von ihr passiert im Anime. Also da hätte ich mir ehrlich irgendwie ein bisschen mehr zugewünscht. Ein paar mehr von ich habe was mit ihr anstellen, außer sie ist meistens nur Gimmick. Das fand ich ein bisschen schade. Das stimmt. Also da war ich sogar überrascht, als ich das zweite Mal komplett geschaut hatte, weil ich da so gehypt war von Ed und ständig von ihr auch Fanart gezeichnet habe und so weiter. Und übrigens auch sehr überrascht war, als dann ich glaube sogar der letzten Folge, als Ed auftaucht, dann noch so gedroppt hat, das ist ja ein Mädchen. Ich dachte, was? Ein Mädchen? Aber das ist doch ganz eindeutig ein Junge. Das sind so Fragen, die würde man sich heute gar nicht mehr stellen. Aber damals war das für mich so mindblown. Jemand, der wie ein Junge aussieht, kann auch ein Mädchen sein. Und da war es bei mir dann so, beim zweiten Mal gucken, dass ich halt auch, wie du das gerade sagst, gemerkt habe, so viel ist da eigentlich gar nicht mit Ed. Naja, aber trotzdem, hervorragende Figur. Na gut, jetzt wünsche ich mir doch noch das Sequel. Gibt's ja, da noch mit Ed könnte man ja noch was machen, theoretisch. Spoiler. wo du es gerade ansprichst mit ihr, also sie war ja so einer von diesen, kennt man ja aus Anime viel, diese Kids, wo du nicht weißt, zu welchem Geschlecht sie eigentlich gehören. Aber ich fand es interessant, gerade in Cowboy Bebop, also ich wusste ja, dass es dieses Element da drin gibt. Aber es wird ja nicht so ausgespielt, wie du das häufig bei solchen Figuren hast, dass dann immer irgendjemand überrascht feststellt, oh, sie ist ja doch ein Mädchen oder oh, sie ist ja ein Junge. Sondern das wird ja total so understated. Also es wird nie, irgendwie in den ersten 20 Folgen, nie so explizit gesagt, aber anscheinend wissen es dann doch alle, auch von Anfang an, und niemand ist überrascht. Es gibt jetzt nie so die Szene, wo sie sagen, oh Gott, hätte ich ja nie gedacht. Jetzt habe ich dich aus Versehen angegraben, aber du bist eigentlich meine Tochter oder keine Ahnung, was dann auch kommt. Sowas ist Cowboy Bebop leider nicht für manche Anime-Fans. Ah, das fand ich gut, das ist immer dieses Elliptische, das eigentlich auch nicht mal, wie du es schon sagtest, nicht alles so ausformuliert wird, dass du dir vieles so ein bisschen so dazudenken kannst mit dem Worldbuilding. Ich meine, es gibt ja noch Haufen Material drumherum, Interviews, Behind the Scenes, alles Mögliche, was dann noch so ein bisschen erklärt, wo er seinen Namen oder ihren Namen her hat und so weiter und so fort, aber in der Serie spielt das alles gar keine Rolle. Das geht auch alles ohne. Und was ich ganz interessant finde, ist bei Cowboy Bebop auch, dass es ja nicht so im luftleeren Raum steht, weil es bezieht sich ja schon auf Sachen, die vor ihm kamen und hat Sachen danach auch direkt geprägt. Also davor wäre hauptsächlich Lupin der Dritte, weil es ja im Prinzip genau diese Konstellation hat, mit diesen etwas zusammengewürfelten, schrägen Figuren, dieses Quartett, was da irgendwie Abenteuer bestehen muss. Ja, das ist ganz gut vergleichbar. Ja, und bei Spike und Lupin haben auch viele Gemeinsamkeiten. Die haben ich nenne es immer die Strohhutbande. Ja. Und danach dann halt, ich meine, Space Dandy ist im Prinzip fast dasselbe, nur noch ein bisschen bescheuerter. Aber die Struktur ist dieselbe, das hat auch im Prinzip das Kopfgeldjäger-Thema und die Crew, die da zusammen erfolglos in ihre Abenteuer stürzt und eigentlich nie das erreicht, was sie eigentlich erreichen will. Was ja irgendwie so den Kern zumindest vom ersten zwei Dritteln von Cowboy Bebop auch ausmacht. Das halt wir halt müssen halt Geld verdienen, ja. Wie unspektakulär eigentlich. Aber wie sehr man sich dann freut, wenn die mal einen Auftrag erfolgreich zu Ende bringen und einfach nur bezahlt werden. Gerade für mich als Freiberufler. Okay, was haben wir denn noch? Das war Cowboy Bebop. Gabby, hau mal einen in die Runde. Ich würde noch mal gerne über Ghost in the Shell reden. Einfach weil es mein Lieblingsfilm ist und weil ich den, ich glaube, ich habe keinen Film häufiger geschaut als Ghost in the Shell. Auch, also insgesamt.
Also auch Live-Action-mäßig schon allein. Und weil findest du, dass du ihn schon verstanden hast? Nach all dem mal gucken. Ach, so kompliziert ist er nicht. Ja, den zweiten Teil habe ich tatsächlich beim ersten Mal schauen irgendwie nicht so verstanden. Da war ich aber auch müde und dann beim zweiten Mal ging es dann auch irgendwie. Aber Ghost in the Shell habe ich sogar 3-mal an einem Tag geschaut, weil ich damals für Nippon Art mal für die Blu-ray den Quality-Check gemacht habe. Aber ganz kurz, ich muss intervenieren. Das ist nicht das Musikvideo von Vamtube Project, von dem wir hier reden. Nein. Okay. da ist er, die habe ich auch. Offiziell und lizenziert war das Musikvideo damals oder ob die einfach da ein bisschen was zusammengeschnippelt haben. Ghost in the Shell hat ja auch zwei deutsche Sprachfassungen. Einmal die alte Synchro von 96 und dann nochmal irgendwie eine 2000er Synchro. Ne? Da muss ich auch genau wie bei Akira sagen, die alte Synchro ist deutlich besser. Einfach weil diese 90s-Vibes drin hat, diese 90s-Sprüche so. Bei Akira ist es ja noch viel krasser mit den 90s-Sprüchen, also das ist wirklich aber Banger. Fest. Ja. Ich habe von Ghost in the Shell tatsächlich immer nur die englische Fassung gesehen, bevor ich dann auch mal die japanische geguckt habe. Ich hatte halt eine englische VHS und jetzt eine englische DVD. Die ist sogar signiert von irgendwem. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der Production Designer, der war mal in Berlin. Oha. Und hat also die Ausstellung. Es ist nicht meine Unterschrift, kann ich nicht sagen. Nein, das ist nicht deine Unterschrift. Du hast da nicht mitgemacht. Oh, das ist gemein. Aber ja, Gerbe, ich bin da voll bei dir. Ich habe den bestimmt auch mindestens 20, wenn ich häufiger gesehen. Also das Ding war, ich habe ihn halt erst gesehen, als ich irgendwie 14 oder 13 war und im englischen Dub und mit 3 Jahren Schulenglisch ist das halt doch nicht unbedingt der Film, den man dann sofort verinnerlicht. Und auch versteht, ja. Ja, also mein Bruder ist ein bisschen älter, hat mir noch ein paar Sachen erklärt. Mhm. Dann habe ich halt irgendwie immer geguckt und bei jedem Mal gucken, ein paar Wörter mehr verstanden, bis ich dann irgendwann wusste, worum es geht. Und ja, aber der geht auch immer wieder. Mal, bei 20 Mal geschaut, da gebe ich an dich die Krone ab, das Ghost in the Shell-Experten. So oft habe ich es nicht geschaut. Aber es ist auch schon wieder eine Weile her. Ich müsste mal wieder gucken. Alter, da muss ich jetzt leider sagen, also der Film ist für mich tatsächlich fast schon das schwächste Glied gewesen im Ghost in the Shell Franchise. Ja, ja. Dazu noch eine kleine Geschichte. Ich bin ein riesen Ghost in the Shell Fan gewesen, habe aber schon ganz lang nichts mehr rezipiert, obwohl ja ständig was Neues kommt. Neue Filme, neue Serien und so weiter. Und ich würde mal grob schätzen, 2007 habe ich mal ein Referat für die Uni gemacht, inklusive einer Hausarbeit. Und da ging es um Medienwechsel. Da ging es im Prinzip darum, wenn du jetzt irgendein Grundmedium hast, das war dann bei Ghost in the Shell primär eigentlich dann der Manga von Masamune Shirow, und das dann überträgst zum Beispiel in Anime und musst dann halt aus 3 Bänden Manga einen Film machen und wie überträgst du das? Und das ist ja was völlig anderes. Also der hat ja im Prinzip eine neue Kontinuität dann erschaffen. Und als ich dieses Referat gemacht habe, habe ich mich so schlimm reingenördet. Ich hatte halt schon alles von Ghost in the Shell. Ich hatte die Manga, teilweise illegal von einem Freund aus USA auf VHS-Kassette geschickt bekommen, weil nicht alles auf Deutsch erschienen war. Aber einiges, das meiste war schon auf Deutsch raus. Und damals lief gerade die 2. Staffel, glaube ich, von Standalone Complex. Auch MTV2 oder so. Viva wahrscheinlich eher. Dann habe ich gedacht, der perfekte Zeitpunkt war, dass alles so komisch verschachtelt war. Also zum Beispiel die 2. Staffel Standalone Complex, was ja auch eine völlig eigene Kontinuität hat, nimmt wiederum auch teilweise direkten Bezug auf den ersten Film. Aber dann kommt der 2. Film, der wiederum die Fortsetzung ist von dem 95er und kommt aber ich, so nach Standalone Complex. So eine kleine Kontinuität kannst du dir, glaube ich, aus dem ganzen Zeug aufbauen, wenn du so ein paar Retcons irgendwie übersiehst. So. Also, ja, du hast so Meilensteine, wo es immer wieder hingeht, genau. Aber ja, du hast halt im Prinzip so die beiden Kinofilme, die sind halt noch in Canon, die Manga musste in mehrere verschiedene Unterserien aufteilen, dann hast du jede dieser Unterserien in Canon, dann hast du wiederum die Standalone-Complex-Serie mit ihrem Nachfolgefilm dann noch und mittlerweile halt auch noch mal eine neue Version. Also es ist halt wirklich, ständig kommt was Neues. Und ich habe das alles versucht zu verbinden, wie du es halt gerade gemeint hast. Ich habe versucht, diese Verbindung zwischen all den verschiedenen Sachen, die Masamune Shirow da ja auch abgesegnet hat, immer wieder herzustellen. So ähnlich ist es ja auch bei Neon Genesis Evangelion.
Und da war ich dann so hinüber im Kopf, weil ich auch verstehen musste, was da überall passiert. Und das wird immer komplizierter. Also gerade diese Standalone-Complex-Serien, das war dann so ein richtiger Mindfuck geworden. Je länger so eine Staffel lief, desto komplizierter wurde es. Ich musste erst mal verstehen, was ist denn ein Standalone-Complex? Und ich habe dann halt meine Arbeiten dazu abgeliefert, habe auch schön meine Einsen bekommen und habe danach gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe seitdem nie wieder irgendwas von Ghost in the Shell angeguckt. Ich habe alleine diesen zweiten Film habe ich auch sehr, sehr oft gucken müssen tatsächlich. Der war auch okay, aber ich war halt so Standalone-Komplex-Film. Also die erste und zweite Staffel da, das war für mich so damals riesen Offenbarung. War, glaube ich, damals auch teuerste Anime-Serie aller Zeiten zu dem Zeitpunkt. Und das war genau meins. So richtig mitdenken, jede Woche, weil wirklich noch jede Woche kam eine neue Folge und dann die Puzzlestücke zusammensetzen, teilweise mal eine ganze Folge nicht verstehen, was haben die gerade gelabert, die Folge noch viermal angucken, in der Hoffnung, dass man es dann versteht. Dann am Ende wurdest du immer belohnt mit geilen Twists, mit einer geilen Schleife für die jeweilige Staffel. Ende der zweiten Staffel Standalone Complex für mich immer noch eines der besten Anime-Finals überhaupt. Dann haben sie leider noch einen Film hinterher geschoben. Alles ganz großartig, aber ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe meine sämtliche kognitive Kapazität damals aufgebraucht. Aber das Phänomen des Standalone Complex, das ist ja sowas wie ein Meme, kann man heutzutage sagen. Dass so eine Idee in ein Netzwerk eingespeist wird, die sich dann verselbstständigt in Größe. Das ist im Prinzip ein Meme. Das habe ich damals einer Professorin bei mir in der Uni erklärt. Die hatte meine Hausarbeit mit diesem Standalone-Komplex gelesen und dachte, was ist denn so richtig ein Standalone-Komplex? Ich habe ihr das erklärt und da haben wir dazu tatsächlich ein Forschungsprojekt gemacht. Und aus diesem Forschungsprojekt ist dann wiederum meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit entstanden. Also das hat noch viele Wellen geschlagen und irgendwo bei mir an der Uni in Chemnitz wird wahrscheinlich immer noch zu dem Thema geforscht, ohne dass die Leute wahrscheinlich jemals Ghost in the Shell geguckt haben. Aber wow, puh. Du kannst dich jetzt eigentlich Master of Memes nennen, sozusagen. Ja, genau, ja, das ist wirklich Master of Memes. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, um das Thema Puppet Master im übertragenen Sinne ging es dann auch, weil es ging auch viel dann darum, wie kann man sowas initiieren. Wenn du Medien schaffst, wie kann ich das hinbekommen, dass ich irgendwas den Leuten gebe, gerade für mich als Produzent ja auch interessant, als Comic-Schaffender ist ja egal welche Art Medienproduzent, dass ich denen was gebe, was die verwenden können. Und Ghost in the Shell an sich macht das ja schon perfekt. Alleine, dass wir jetzt darüber einen Podcast machen, dass wir 30 Jahre später immer noch über die metaphorische Ebene dieser ganzen Ghost in the Shell-Sachen immer noch philosophieren. Das ist wahnsinnig. Und ich habe aber bei manchen Sachen, egal wie oft ich die geguckt habe, wie oft ich die gelesen habe, immer noch das Gefühl, ich habe es noch nicht verstanden. Also Ghost in the Shell, ich habe tatsächlich nur die beiden Filme gesehen. Ich habe an die Serien mich nie herangetraut. Jetzt nach deinem Vortrag weiß ich auch nicht, ob ich das tun sollte. Ich habe auch die zweite Staffel von der Serie nie gesehen, weil ich muss auch sagen, ich war von Standalone Complex der ersten Staffel nicht so begeistert. Aber ich bin mit falschen Erwartungen rangegangen. Ich habe da auch irgendwie so gedacht, es wird wieder sowas Stilles, sowas Atmosphärisches wie die ersten beiden Filme, so die ja eigentlich irgendwie fast schon teilweise ein bisschen meditierend irgendwie sind, meditativ irgendwie Dann war aber die Serie, war mir dann zu normales Sci-Fi irgendwie. Du hast zwar trotzdem noch diesen philosophischen Aspekt so ein bisschen mit drin, aber dass dann noch diese Tachikomas, diese Roboter und sowas dazukamen und so, das war mir wieder ein bisschen zu viel oder so. Also ich glaube, wenn ich es zuerst gesehen hätte, da hätte es, glaube ich, besser funktioniert. Aber so mit den beiden Filmen, so, da hatte ich die falschen Erwartungen. Ja, es ist auf alle Fälle mainstreamiger, das klingt schon ein bisschen extrem, aber es ist zugänglich auf alle Fälle und es greift aber ja auch die Themen wieder auf aus den Filmen, nimmt sich dafür mehr Zeit, ist aber dann im Kern immer wieder mal auch trotzdem kompliziert, habe ich das Gefühl, vor allem Staffel 2. Also ruhig ist Staffel 2 auch nicht, aber gerade was so diesen philosophischen Ansatz anbelangt, geht es dann teilweise richtig schlimm nochmal ab. Aber ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass Ghost in the Shell, der Film von 95, der fühlt sich noch an wie was aus den 80ern eher. Also basiert ja dann auch noch mehr auf den, ja, so ich sag mal Ende der 80er für mich persönlich, auch wenn das natürlich so dann 90er Jahre mit geprägt hat,
Aber das hat noch so einen gewissen Cyberpunk-Retro-Touch, was ich halt mehr so in diese 80er, 90er Übergangsphase so reinbringe. Also ich fand gerade den ersten Ghost in the Shell unglaublich visionär und seiner Zeit voraus. Also das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich an Science Fiction total mag, ist, wenn es quasi dir wirklich diese Science-Fiction gibt. Also du hast diese Vision, diese wissenschaftliche Vision von einer Zukunft, die tatsächlich realistisch ist. Normalerweise hast du das gerade bei älteren Sci-Fi-Sachen, dass die Sachen unglaublich schnell altern und nicht mehr aktuell wirken. Ja, visionär auf alle Fälle. Und gerade wenn du dir Ghost in the Shell den ersten anguckst, was der für eine Technikvision hat, die ist immer noch nicht veraltet. Auch nach 25 Jahren nicht. Genau, dein Körper, nicht mal kurz, kannst deinen Vortrag gleich weiterführen. Entschuldigung, ja. Dass quasi dein Körper so vertechnisierst, kybernetisierst und quasi gehackt werden kann. Dass du diese Ebene von der Evolution hast, die sich quasi von der Biologie loslöst, was ja auch in der Gender-Theorie immer noch total aktuell ist. Das ist unglaublich präsent, unglaublich aktuell immer noch. Also gerade diese Idee von Evolution, die der erste große Shell-Film hat, die ist wahnsinnig, wahnsinnig aktuell. Ja. Das auf alle Fälle, ich will das auch gar nicht irgendwie diffamierend da machen, da diese Aussage. Mir geht es dann auch eher um so Bezug zu Sachen, die noch für mich mehr in das Kielwasser von Blade Runner 82 war das. Und das ist für mich noch so alles so eine Sinneinheit. Und das ist auch eine gute Zeit. Das ist so für mich so die goldene Science-Fiction-Ära, wo ja fast alle Sachen, die mir gut gefallen im Bereich Science-Fiction, reinfallen. Und Standalone Complex wiederum, das kam ja so Anfang der 2000er raus. Und das wollte gar nicht in irgendeiner Form nochmal was Altes zitieren. Das wollte nur modern sein in jeder Hinsicht. Klar greift das mal hier und da inhaltlich was auf aus den alten Vorlagen. Aber das war in sonst jeder anderen Hinsicht so komplett eher zukunftsorientiert im Sinne von volle Kanne Internet-Sachen jetzt noch mit reinballern und so weiter. Und das merkt man, finde ich, auch dem ersten Ghost in the Shell-Film an, dass der halt noch in der Zeit vorm Internet, sage ich jetzt mal, rausgekommen ist. Sonst würde der Film heute auch anders aussehen. Aber ja, klar, also was so das ganze Thema Entkörperlichung oder wie auch immer man das nennen mag anbelangt oder so seinen Geist in den Cyberspace einspeisen anbelangt, ist das auf alle Fälle immer noch eine krasse Ansage. Ist ja auch so oft erzählt worden, die Geschichte. Vielleicht kann jetzt sogar der nächste Titel mit reingeworfen werden. Ich verweise auf den siebten Titel von unten in Michis Stapel. Von unten? Du weißt doch gar nicht, was unten noch alles ist. Ach so, ne, das, was ich sehe. Nee, ich sag einfach Lane. Lane, ja. Oh, Lane. Ja. Lane. Passt immer zu Ghost in the Shell, hat auch dieses Technisierungs-Mindfuck da irgendwie drin. Ne? Gibt eine schöne Blu-ray von Nippon Art, Gesamtausgabe. Sehr zu empfehlen. Auch noch in 4:3, wir sind immer noch in den 90ern. Ja, Lane ist auch, hatte ich früher total gefeiert. Ich hatte noch US-DVDs davon importiert, vor knapp 20 Jahren. Und hab's jetzt vor ein paar Monaten nochmal neu geguckt und muss sagen, er ist nicht so gut gealtert. Also er ist ästhetisch immer noch wahnsinnig toll. Also gerade diese ganze ultra-abstrakte Optik mit diesen visuellen Motiven, die sich immer wiederholen, mit diesen Strommasten, die Sohren und dieses ganz Verfremdete. Was ich spannend fand, ist, war es, glaube ich, einer der ersten Animes, die sowas wie Social Media als Thema auch mit aufgegriffen haben. Dass es also nicht nur diese alte Cyberpunk-Geschichte hat, dass irgendwelche Hacker sich im Netz bewegen und da hier und da Zugriff greifen, was irgendwie noch Ghost in the Shell auch so ein bisschen mitträgt, sondern dass quasi das ein Alltag ist, dass Menschen sich im Internet bewegen. Ganz kurz, von wann ist das Late? Weil ich habe das irgendwie so in Erinnerung. 98. Ja, dass es noch vor Matrix war, ja. Ja. Matrix war 99, Lane 98, genau. War noch deutlich, bevor Social Media ein Thema war. Also es gab natürlich Message Boards und sowas, gab es ja schon seit es das Internet gibt, aber als quasi das gesellschaftsbildendes Konstrukt war das visionär noch in dem Anime. Das hat man so noch nicht gesehen gehabt vorher. Mhm. Und also das ist immer noch top, aber so die eigentliche Story ist ja auch das Ding, der Autor, wie heißt er, Koneki oder so ähnlich, der ist ja auch so in Verschwörungskreise abgedriftet. Okay. Wenn man der ist auch so ein 9-11-Truther und hat letztens auch versucht, so ein Digimon-Live-Special gemacht, wo er irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien da auch aufgegriffen hat. Ja, ich erinnere mich, ja. Es hat aber nichts offiziell von Bandai abgesegnetes, hoffe ich. Echt? Doch. Wow, okay.
Da gibt es dann irgendwie irgendwie gibt es dann auch so ein digitales Monster, was dann irgendwie die Technik Cancel Culture einsetzt oder so. Ganz, ganz absurd. Und wenn man das weiß und dann zurückblickt auf Lane, dann merkt man, dass da diese Ansätze schon drin sind. Da gibt es auch irgendwie diese Alien-Verschwörung. Und wenn er auch so Verschwörungstheorien, die zu der Zeitpunkt schon lange, lange debunked waren, dann noch ranzitiert. Und das wird irgendwie so die Basis für die zweite Hälfte. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend, weil dann unterm Strich sagt die Serie dann doch nicht so viel aus, wie man das früher eigentlich gedacht hatte. Du kannst ziemlich viel reininterpretieren, aber ob man nicht überinterpretiert, ist immer dann die Frage. Ne? Also das, der ist schon, also Lane ist schon nicht so einfach zu schauen. Aber ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, auch auf die Art und Weise, wie sich damals halt die Zukunft vorgestellt wurde und Virtual Reality und solche Sachen, dann kann das schon Spaß machen. Man darf es bloß nicht unbedingt jetzt mit heutigen Wissensstand vergleichen, weil dann ist es eher witzig, trashig. Und aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, so. Steht jetzt auch auf den neuen Blu-rays unten drauf. Witzig, trashig. Witzig, trashig. Zero Experiments Land, wenn man so letztes Anime, den ich damit verbinde. Ja, genau. Nee, also jetzt nicht wirklich trash im Sinne man kann es dann schwieriger ernst nehmen. Deshalb muss man sich so ein bisschen loslösen vom Wissensstand, den man heute hat. Und dann ist es aber immer noch eine sehr gute Serie. Dann, wenn man sich in die 90er zurückfühlt und dann einfach sich vorstellt, okay, ich bin jetzt in den 90ern und ich gucke mir jetzt so eine coole Zukunftsvision an, dann ist das schon richtig geil und auch so ein bisschen, dann funktioniert auch der Horror auch. Also ich glaub, das ist schon sehr creepy, das Ding. Ich glaube, das waren ja auch so 26 Folgen und ich hatte mir das Gefühl, das waren nur 13. Das waren nur 13? 13, ja. Ziemlich kurz. Selbst bei 13 hatte ich wahrscheinlich das Gefühl, das ist ein bisschen zu lang für die grundlegende Idee. Heute würde man das wahrscheinlich ein bisschen straffer nochmal erzählen können. Das ist generell bei vielen dieser Sachen damals, egal was man sich aus der Zeit anguckt, damals hatte ich das Gefühl, hat man sich da noch mehr Zeit gelassen. Ich habe es schon lange nicht mehr in irgendeiner Form rezipiert, aber generell die ganzen Titel, die wir heute nennen, habe ich schon lange nicht mehr rezipiert. Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst mit dem langsam, weil der Anime ist sehr langsam. Also es ist witzig, weil er kam ja im selben Jahr raus wie Cowboy Bebop, weil ja der quasi Hyperkinetik von Anfang bis Ende ist. Und Lane dann halt so komplett minimalistisch reduziert, mit vielen Wiederholungen, immer dieselben ästhetischen Motive. Also mich kickt diese Optik total. Ich finde das so geil. Das sieht doch heute noch unglaublich einzigartig aus. Ja. Man muss echt für die Ästhetik was überhaben, aber dann kann man da echt drinnen aufgehen. Also das ist auch das Sounddesign ist wahnsinnig gut. Das ist halt das, wo ich vorhin drauf hinaus wollte. Also da weiß ich halt nicht, wie das für heutige Sehgewohnheiten ist. Also gerade wenn man von sowas kommt, so was ich in 13 Folgen komplett eine Geschichte zu Ende erzählt, wie das heute wäre, das ist ja nur noch bam, bam, bam und zwischendurch muss schon mindestens einmal die Galaxie geworfen werden, wie bei Gurren Lagann. Ich weiß nicht, ob man dann zu solchen Titeln heute noch mal gut zurück kann. Da würde ich fast sogar sagen, wenn man da drauf guckt, sowas wie Captain Future ist da fast schon rasanter erzählt. Aber ja, man muss wirklich auch teilweise versuchen, sich dann auf so einer rein künstlerischen, philosophischen Ebene den Titeln zu nähern, wenn man noch sowas Bock hat. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen rantasten. So. Also wer jetzt wirklich da gar keine Berührungspunkte hat, der fängt halt erstmal mit dem ersten Ghost in the Shell-Film an. Der hat so, da ist schon das Grundfeeling, die Grundatmosphäre, so dieses ruhige, meditative irgendwie schon so ein bisschen mit drin. Und dann kann man vielleicht sich dann als nächstes auch mal an Lane reintrauen. Und der da einfach noch viel, viel weiter geht. Und Lane ist für Fortgeschrittene. So, ich mach mal genau. Ja. Genau. Nachrutscht, so. Kein Anfänger. Aber absolut empfehlenswert. Also ich finde den super. Ja. Es macht Spaß, da einfach irgendwie so ein bisschen so irgendwie rein zu philosophieren, auch wenn am Ende die eigene Interpretation da vielleicht überhaupt nicht reinpasst oder so, aber. Ist aber eher was zum alleine gucken, würde ich sagen. Nicht so für so einen Gruppenwatch oder so. Das definitiv ein Bienenchips-Anime. Ich glaube, dann sind auch die ganzen Freunde erstmal weg. Sondern eher so eine Folge am Tag oder so. Genau. Sonst aber nehmen wir auch mal eine Pause. Einblown dann irgendwann. Du, Gabby, hier wurde gerade noch was im Chat reingeworfen vor einer Weile und da weiß ich, bist du der Experte und ich habe es nie gesehen, deswegen musst du mich mal aufklären über Legend of Galactic Heroes. Ja, bin ich auch raus. Legend of the Galactic Heroes, der ist ja auch nie in Deutschland rausgekommen. Lass uns mal einen Monolog halten, kurz. Jetzt, Dave und ich kenne den nicht.
Da, das ist aber das Remake, was ich da gerade in die Kamera halte, dass das bei Leonine erschienen ist. Oder noch erscheint, der läuft ja noch. Ist eine 110-teilige Space Opera. 110? 110 wow. Roman-Adaption. Das ist schon ein Zehntel Gundam mittlerweile. Ja. Und also das ist dann, wenn wir gerade schon Lane als Anime für Fortgeschrittene bezeichnen, dann würde ich sagen, bei Legend of the Galactic Heroes oder Lock, oder der hat auch einen deutschen Titel, Heldensagen vom Kosmosinsel, was der offizielle japanische Titel ist. Cool. Ach, okay. Hm? Kosmosinsel. Ja. ist dann schon für Fortgeschrittene oder eher für Profis oder so. Also das ist wirklich knallharte Space Opera. Du hast verschiedene Weltraumkolonien, die im Krieg miteinander sind. Da hast du alles drin. Da von Intrigen, von also ganz, ganz viel Politik auch. Also da muss man wirklich sehr, sehr aufmerksam zuschauen, sonst ist der ganze Politikaspekt so, der eigentlich das Wichtigste da ist, weil es auch, weil sich da ständig auch irgendwas dynamisch ändert oder so in dieser Welt, weil da so viel Worldbuilding drin ist, dass man da ganz, ganz leicht mal den Überblick verlieren kann. Aber wenn man sich drauf einlässt und dieses Worldbuilding so ein bisschen auf sich wirken lässt, ist das auch ein richtig, richtig geiles Ding. Ich vermute mal, das Remake ist da ein bisschen zugänglicher, weil die 80er-Version, die 110-Folgen-Serie, das ist schon sehr anstrengend. Sieht auch nicht mehr schön aus. Es ist wirklich auch nicht gut produziert worden damals. Also auch die Weltraumschlachten, die sind Standbilder im Prinzip. Da hast du dann so Schiffe, so Weltraumschiffe, Weltraumschiffe so nebeneinander stehen, die aber bloß so Laser gegeneinander schießen. Mhm. Im Standbild. Und die Laser sind aber auch bloß Striche, so weiße Linien und so. Und das sind dann die krassen Weltraumschlachten da. Schwierig. Aber und da, es gibt sogar ganze Folgen, die bestehen nur aus Diagrammen und Excel-Tabellen. Das sind dann so Intermission-Folgen. Da hast du einen Erzähler, der einfach bloß nochmal die aktuelle politische Lage sozusagen zusammenfasst. Und das Ganze so mit, das fühlt sich an wie so die alten Dreisat-Reportagen oder so oder Dokus oder so über irgendwelche Wirtschaftsthemen, die man dann auf Videokassette im Schulunterricht geguckt hat, wo so ständig irgendwelche Einblendungen von Diagrammen oder so, von statischen Diagrammen war und jeder eingeschlafen ist in der Klasse und das jetzt in einem Anime. Man hätte den damals im Geschichtsunterricht auch sagen sollen, hey, das ist ein Anime und alles, wow, cool, ich gucke ein Anime, wow. Eben, macht den, glaube ich, niemanden gerade schmackhaft, aber ich wollte gerade sagen, das Komische ist, dass das irgendwie schon bei mir funktioniert. Ja, man ist das von damals gewohnt. Also, wenn du die ersten zwei Staffeln Digimon zusammen anguckst, bist du auch bei reichlich über 100 Folgen. Und auch viele Folgen sind nur Diagramme. Nein, das nicht, aber ich nehme sowas gerne an, wenn ich weiß, dass es sich lohnt. Also, ich gucke unheimlich oft Serien, nur weil mir jemand sagt, in Staffel 5 passiert was Cooles. Denke ich mir, wow, dann muss ich ja jetzt aber mal ein paar hundert Folgen angucken, damit ich dann sehe, was ihr meintet. Also das stimmt das ja dann nicht, aber wenn du jetzt sagst, ne, das lohnt sich dann hinten raus, warum nicht? Das lohnt sich durchgängig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwann ein krasser Twist kommt oder so, für den es sich lohnt. Ich finde, so wenn man nach 10 Folgen merkt, das ist nichts für einen, dann ist es auch nichts für einen. Mhm. Aber wenn man nach 10 Folgen merkt, so, okay, geil, hier entsteht so ein komplexes Worldbuilding, was ich so eigentlich noch nie irgendwo gesehen habe, dann unbedingt weiterschauen, weil nach 110 Folgen ist einfach so, dann denkst du dir so, holy shit, ich glaube, ich habe hier gerade eine absolute Saga geschaut, die sich so echt irgendwie angefühlt hat, bei der sich der Autor so viele Gedanken über alles gemacht hat und so viele Charaktere habe ich hier kennengelernt und auch lieb gewonnen und dann sind sie gestorben und das ist wirklich, wirklich, wirklich ja, es ist super. Und die Charaktere, weil es gerade im Chat geschrieben wird, die Charaktere haben alle deutsche Namen. Also zum Beispiel dann bin ich dabei. Ne? Der dicke Sascha und Kevin. Siegfried und Gregor. Zum Beispiel, oder Reinhard von Lohenkramm. Warum nehmen Japaner, wenn sie deutsche Namen nehmen, immer welche, die kein Mensch mehr seit 300 Jahren nutzt? Und gerade in Science-Fiction-Geschichten. Ich denke, wir denken, die kommen sie alle wieder oder was? Das ist ja der Trick bei Legend of the Galactic Heroes. Das Ding ist
das sieht aus wie so ein alter Mittelalterstreifen irgendwie so, auch wie die sich verhalten. Also du hast halt da Königreiche, aber halt im Weltraum. Und da passen die Namen. Die passen da. Okay. Wolltest du sagen, es ist was für Leute, die jetzt auf dem Dune-Trip wieder sind, wo das Thema gerade wieder aktuell ist? Ja, ich müsste auch gerade an Dune denken, ja. Ich habe Dune leider nicht gesehen. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Kann ich nicht vergleichen. Also auf jeden Fall, also wer Bock auf sehr, sehr großes und komplexes Worldbuilding hat und auf eine richtig, richtig umfangreiche Space Opera, da kann ich sehr empfehlen. Vielleicht einfach mal auch in die neue Serie reingucken. Da habe ich bisher bloß 2 Folgen gesehen. Die scheint aber sehr, sehr nah an der alten Serie dran zu sein. Nur, dass die Weltraumschlachten keine Standbilder mehr sind, sondern gutes Video. Ja. Aber so genau kann ich jetzt nicht sagen, ob die neue Serie da wirklich das gleiche Feeling auslöst, was man von der alten Serie hätte. Aber an die alte Serie kommt man halt hierzulande auch nicht. Also ist das jetzt einfach nur die alte Geschichte nochmal nacherzählt oder ist das was Neues? Ja, okay. Genau. Das geht auch noch weiter. Also das sind bis jetzt, ich glaube, 48 Folgen draußen oder so und ja, das läuft noch weiter. Das kommt immer so in Kinofilmform in Japan raus. Ach, okay. Und als Serie dann auf Disc und ja, ich hoffe mal, es geht auch bei uns weiter, aber ich würde es dann gerne nochmal als Remake vollständig schauen. Ich musste gerade so ein bisschen an die, ich glaube, Phantasy Star hieß die Reihe, die Sega-Rollenspielreihe denken, was auch so Mittelalter mit Science Fiction und epische Bandbreite gemischt war. Da habe ich früher immer mal was gespielt von und das hat gut funktioniert tatsächlich. Also so feudale Systeme, aber dann statt Ländern, Planeten, das hat immer in mir was bewirkt. Ich kann es dann nur nicht so abwenden, dann wirklich auch die Sprache in so eine Richtung geht. Da muss ich wirklich lange reinfinden. Ne? Aber solange die Charaktere funktionieren, da bin ich, glaube ich, schon dabei. Das war zum Beispiel was, weil es wahrscheinlich ein ähnlicher Titel ist und komischerweise nicht auf unserer Shortlist stand. Gundam. Ich bin nie in irgendein Gundam reingekommen. Nee, ich auch nicht. Weil ich dann nie, wo ich anfangen soll. Ja, das ist ja nicht so wichtig, wo man anfängt. Anscheinend würde wahrscheinlich irgend so ein Gundam-Fanboy sagen, nein, du musst da und da anfangen. Aber ich hatte immer das Problem, ich habe schon einige Gundam-Iterationen mir angeguckt, habe zum Beispiel Gundam Wing und manche Manga auch gelesen. Und ich hatte immer das Problem, du wirst so zugeballert mit Politik und Charakteren, aber ich hatte nie irgendeinen emotionalen Ankerpunkt. Ich wusste nie, für wen bin ich denn jetzt? Mich interessieren die Figuren alle nicht. Ich fand es dann nur interessant, ich hatte mich mal neulich mit einem Convention-Kontakt unterhalten, der sich jetzt krass in das Gundam-Universum reingenördet hat und meinte, dass das tatsächlich sehr gut anfängt. Also so wenn du wirklich von Anfang an da reinsteigst, dass es dann wirklich so eine Faschismus-Allegorie ist, die sich da durchzieht. Und da dachte ich mir, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Ist halt dann schade, wenn dann bei uns irgendwann nur noch so diese Gundam-Bausätze ankommen in der Popkultur. Die hatten wahrscheinlich schon einiges auch damit ausdrücken wollen, aber Ich kann tatsächlich einen Einstieg empfehlen für Gundam. Ich bin auch noch nicht so lange da drin im Gundam-Kosmos, hat mich da auch mal so ein bisschen reingefuchst, so wie das alles aufgebaut ist. Da ist ja ganz viel ist da Standalone, wie zum Beispiel, wie du gerade erwähnt hast, Gundam Wing, das hat inhaltlich gar nichts mit dem Original Gundam zum Beispiel zu tun. Das ist ein ganz anderes Universum. Ich würde empfehlen, wer jetzt mal bei Gundam einsteigen will, auf Netflix gibt es die ersten 3 Filme, die allererste Gundam-Serie zusammenfassen. Gibt es auf Netflix. Das ist sehr, sehr alt, das Ding. Das fühlt sich aus, wir reden hier von Ende der 70er. Das ist wirklich animationstechnisch schwierig. Auch fühlt sich auch sehr, sehr langsam an, obwohl da schon so eine 50-Folgen-Serie in 3 Filme komprimiert ist. Fühlen sich trotzdem die Filme sehr, sehr langsam an. Ist trotzdem ganz cool. Aber so über ganz cool gehen die ersten 3 Filme nicht raus. Aber danach, wenn man die ersten 3 Filme geguckt hat, dann kann man Gundam Origin schauen. Das ist ziemlich, ziemlich neu, ziemlich frisch. Und erzählt die Vorgeschichte zur ersten Gundam-Serie. Und das ist absolut genial. Also Gundam Origin ist würde ich als Meisterwerk bezeichnen. Ja. Das ist super emotional, du hast ständig so die Referenzen zur alten Gundam-Serie und lernst die Hintergründe hinter den ganzen Charakteren kennen, ich meine, das Ding wurde viel, viel später geschrieben als das Original Gundam und trotzdem fühlt sich das
absolut zusammengehörig an. Und Verhaltensweisen der Charakteren aus der alten 70er-Serie erklären sich plötzlich durch das Gundam Origin von 2015 oder so kam das, glaube ich, raus. Ja. Alles, was im Gundam Origin passiert, führt am Ende zusammen zum Start von der ersten Gundam-Serie. Und das ist so zufriedenstellend, dass du dann am Ende so quasi den Übergang in den ersten Film sozusagen hast. Ach, cool. Gibt's Gundam Origin, gibt's bei Crunchyroll gesubbt? Da gibt's alles leider nicht mit deutschen Dub. Also die drei Filme, die gibt's bei Netflix nur mit Sub und Gundam Origin auch bei Crunchyroll nur mit Sub. Wer das volle Erlebnis haben will, würde ich sogar empfehlen, die OVA-Version von Gundam Origin zu importieren aus den USA auf Blu-ray. Denn die hat nochmal einen besseren Soundtrack und da ist das nicht so zerschnippelt. Da sind das so 1-Stunden-Folgen. Während die TV-Version, die bei Crunchyroll ist, die ist ein bisschen, ja, an ungünstigen Stellen zersplittet. Und das so eher so als Filmfassung zu schauen, funktioniert geiler. Und dann würde ich sagen, wenn man das dann gemacht hat, das weiß, dann ist man richtig gecatcht. Dann will man alles wieder sehen. Geht mir so. Irgendwo muss das ja herkommen. Ja, also, ja. Wer auch schon mal in Japan war, der sieht halt auch, das ist ein heilig Gundam und das ist grenzenlos, wie sich das über das ganze Land erstreckt. Es gibt ganze Läden, wo es nur Gundam-Bausätze zu kaufen gibt und das funktioniert als Geschäftsmodell. Aber was du gerade meintest, dass da was, ich weiß nicht, 78 oder wann die erste Gundam-Serie rauskam und dann, dass da 2015 das wieder aufgegriffen wird. Ich glaube, das ist halt auch so ein typisches Science-Fiction-Phänomen. Siehe auch Star Trek, Star Wars. Ja. Ja, bei Star Wars kann man drüber streiten, dass du halt immer irgendwo Fans ranzüchtest, die so krass sich da reinnörden, dass die dann in der Lage sind, so richtig zu verstehen, was die Vorlage da wollte. Und solche Leute machen dann in der Regel ja die Fortsetzung. Das kann halt funktionieren, das kann nicht funktionieren. Kann man jetzt zum Beispiel streiten über Star Wars. Aber ich finde das super interessant. Ich habe wirklich so das Gefühl, das ist so prägend für Science Fiction, dass auch Science Fiction dazu prädestiniert wird, nie richtig abgeschlossen zu sein. Ich komme dann demnächst auch mit meiner Captain Future Fanfiction noch. Es geht auch weiter so. Also das Original Gundam ist ja das Universal Century, nennt sich das. Und in dieser Timeline werden auch immer noch Gundam-Filme veröffentlicht. Ja. Demnächst kommt wieder ein Gundam-Film raus, der im Universal Century spielt. Das mit Star Wars ist ein super Vergleich. So. Also Gundam geht weiter. Da kommen auch immer wieder alternative Universen, aber da wird auch immer wieder zum Oldschool Gundam wieder neues Zeug reingepackt, irgendwie, was dann nochmal bestehende Plotlines teilweise auch aufgreift und ausbaut. Gibt es zum Beispiel von 89, 88, gibt es eine OVA-Reihe, die heißt Gundam War in the Pocket. Die basiert auch auf der ersten Timeline. Und da siehst du einfach bloß den Alltag im Prinzip von ganz normalen Menschen da. In diesem Kriegsszenario, so in den Gundam-Serien, da hast du ja immer bloß die Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Und bei War in the Pocket, das ist so eher so ein Alltagsdrama. Da wurde auch viel gemacht, so. Also da ist viel drin, was sich lohnt, wo man richtig sich reinfuchsen kann, richtig sich reinnerden kann. So. Also ja, wer Bock auf sowas hat, auch auf viel Worldbuilding, Gundam geht gut. Ich dachte immer, Gundam ist nur dafür da, Model Kits zu verkaufen. Na, siehst du mal. Dachte ich auch, naja, aber es ist erstaunlich komplex, die ganze Geschichte. Ja, das finde ich auch relativ faszinierend, wenn du so denkst an amerikanische Pardons, weiß ich, Transformers und so weiter, die ja eigentlich nur Spielzeugvehikel sind und dann irgendwie auch erzählerisch nicht viel mehr dazu beigetragen haben. Und dann hast du halt sowas wie Gundam mit Faschismus-Allegorien und komplexen politischen Worldbuildings und so weiter und so fort, was aber auch nur dazu da ist, eigentlich Model Kits zu verkaufen. Genau, trotzdem genau. Trotzdem noch so gute Storys nebenbei erzählen kann. Das finde ich, frag mich, warum das nur in Japan so funktioniert. Ja, ich glaube, dass so ein Fleiß dazu gehört, wo, glaube ich, vor allem der deutsche Markt überhaupt nicht für geeignet ist. Alles, was so ein bisschen mehr Worldbuilding-Kenntnis abverlangt, das ist in Deutschland immer ganz schwierig, habe ich das Gefühl. Die können sich mal drauf einigen, oh, da kommen drei Herr-der-Ringe-Filme ins Kino und die haben irgendwie was miteinander zu tun. Okay, das kriege ich noch hin. Muss ich dreimal zu Weihnachten ins Kino gehen, aber dann bin ich auch wieder raus. Das funktioniert, glaube ich, einfach in anderen Ländern generell besser, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wenn man jetzt sich da anstecken ließe von dem Gundam-Fieber, ich glaube, dann ist man auch für den Rest seines Lebens franchise-mäßig geblockt. Also da kommt er nicht nochmal viel ran.
Ja, ich muss mal ganz kurz eine Sache noch einwerfen, bevor wir weitermachen. Ich habe nämlich noch was vergessen anzukündigen. Fällt mir gerade ein, wir haben noch eine Trailer-Premiere für die live zugucken. Die können gleich noch was thematisch Passendes als ersten deutschen Trailer bei uns sehen. Aber kurz haben wir noch ein bisschen Zeit zum Reden. Ich habe noch einen Titel, den ich unbedingt noch in die Runde schmeißen wollte, weil das ist auch noch einer meiner persönlichen Lieblinge. Und zwar ist das Planets oder Planetes. Immer so ein bisschen erblendet gerade. Nie gesehen. Solltest du mal tun. Also es gibt ja, ich weiß schon. Es wurde mir schon oft empfohlen. Es geht um Weltall. Müllsammler spielt in 2070ern, ungefähr zu der Zeit, wo eigentlich auch Cowboy Bebop spielt, hat aber einen sehr viel realistischeren Ansatz. Da bin ich dann wieder drin, wenn ich mich so ein bisschen wirklich für Raumfahrt und so realistische Zukunftsszenarien interessiere. Basiert auf einem Manga von dem Mangaka, der auch Vinland Saga danach gemacht hat. Makoto Yukimura. Krass. Der Anime ist von 2002, glaube ich. 2001, ja, auch was in dem Dreh. 26 Teile. Weiß nicht, ob es sie noch gibt. Es gab diese Gesamtausgabe von Bees. Die war auch mal bei uns im Vertrieb, aber ich weiß nicht, ob man die noch kriegt. Ist auf jeden Fall ein super Anime, weil der sich auch ein bisschen ernster nimmt. Also erstmal vom Thema her, aber es geht eben nicht um irgendwelche großen galaktischen Battles und Schlachten zwischen Universen und so weiter und so fort, sondern es geht in erster Linie um so einen kleinen Trupp, der für eine Firma arbeitet, in der untersten Abteilung, die niemand so richtig ernst nimmt und eigentlich nur damit beschäftigt ist, den Müll aus dem Orbit zu sammeln, damit Weltraumfahrt noch unfallfrei möglich ist. Weil es ist tatsächlich ein recht realistisches Problem, dass sich so viel Schrott im Orbit ansammelt und der mit Geschwindigkeiten darum kreist, wo quasi eine kleine Schraube, die ein komplettes Raumschiff zerschießen kann, die auf dich zukommt. Und ja, in dem Anime ist es halt eskaliert und jetzt muss das alles wieder eingesammelt werden, damit die da ihre Raumstationen bauen können. Und der bleibt in der Hinsicht relativ bodenständig. Also das bei dem Thema Social Media noch ein bisschen nicht so auf der Höhe, wie wir das wahrscheinlich erwarten würden, wenn man da heute so in die Zukunft vorausguckt. Aber ansonsten, was so die Raumfahrttechnik angeht, ist extrem realistisch. Es gibt auch keinen Ton im Weltall. Schwerkraft wird auch realistisch dargestellt und so weiter und so fort. Da ist man sehr, sehr authentisch, was das alles angeht. Auch wie Bewegung im Weltall funktioniert. Und das fand ich echt, also vom Sci-Fi-Konzept her einfach total beeindruckend. Und es ist einfach eine super Story, super Charaktere. Meinst du, Gabby, hast du auch nicht gesehen, ne? Ich habe die ersten drei Folgen letztens erst gesehen. Ah, okay. Ich habe den letztens angefangen, aber ich bin noch nicht so ganz sold. Also ich weiß nicht, kannst du mir den verkaufen irgendwie? Wird der noch interessanter nach drei Folgen? Oder bleibt das so in dem Stil? Weil mir ist der ein bisschen zu ruhig. Also ich finde den interessant. Ich finde das Konzept total geil. Hab eigentlich total Bock drauf, aber so richtig habe ich ihn noch nicht gefühlt so in den ersten drei Folgen. Also der bleibt relativ zyklisch am Anfang, dass du quasi immer so in sich geschlossene Episoden hast. Bis ungefähr zu Folge 17, 18 rum. Da wird es dann sehr ernst und sehr düster auch. Und da geht es dann, was ich vorher immer so ein bisschen angedeutet hatte, auch mit politischen Intrigen. Da gibt es eine Terrororganisation, die quasi Raumfahrt verhindern will. Die wird dann wichtiger und die Figuren werden immer stärker mit drin verwickelt. Und hier gerade der Hachi, der Hauptcharakter mit dem Stirnband, stürzt im letzten Drittel ein wirklich, wirklich tiefes Loch. Und das ist auch psychologisch sehr, sehr interessant dargestellt. Okay, das klingt schon mal deutlich interessanter, weil die ersten drei Folgen waren wirklich nur, wir rennen in den Weltraum rein und sammeln Müll ein. fand ich, ehrlich gesagt, das sogar besser als, ich mag so eine alltäglichen Sachen. Ich mag einfach, wenn Sachen nicht aufregend sind, sondern mich einfach mit den Figuren. Ich bin eigentlich auch so ein Sachen Fan, aber Worldbuilding abholen. Muss nicht Let's of Life sein, es soll schon was passieren. Das ist ja auch spannend, was in Planets passiert in jeder Folge. Und auch sehr dramatisch. Aber ich brauche halt nicht irgendwie groß. Aber wenn du so auf politische Intrigen und so was stehst, dann ist auf jeden Fall die zweite Hälfte dann wahrscheinlich eher dein Fall. Das klingt gut. Okay, dann bleibe ich doch mal dran. Also den kann ich dir nur ans Herz legen. Dave, hast du noch einen, den du droppen willst? Noch einen persönlichen Favorite? Das Ding ist, ich hatte mich im Vorfeld gar nicht erst so richtig in dieses Kaninchenloch da reinbewegt, weil ich gemerkt habe, alles ist ja Science Fiction. Ja, spätestens wenn du dann einmal bei diesen Vox-Anime-Nächten angelangst, kommt sowas wie Bubblegum Crisis wieder hoch oder Silent Möbius und so weiter, was ich natürlich auch alles. Armitage. Da tatsächlich ganz interessant, Armitage the Third, den mochte ich wirklich so gerne. Das ist
bis heute eine von nur zwei von diesen Figürchen, die bei mir irgendwo rumstehen. Also so, alle Leute haben alle, ja, da habe ich wirklich aus Nottingham habe ich mir die für 5 Pfund geholt. Ach du Scheiße. Mit losen Handschellen dazu. Die liegen dann immer so daneben, die Handschellen. Ist jetzt, wenn man halt solche Figuren heutzutage sieht, das ist dann vielleicht noch nicht ganz so diese handwerkliche Finesse, aber ich bin da froh, dass ich eine Armitage Beford Figur habe. Und den habe ich auch in verschiedenen Versionen gesehen. Also der wurde dann immer noch mal ein bisschen umgeschnitten, Director's Cut und so weiter. Ich weiß gar nicht, was dann immer so die Unterschiede waren, aber der hatte, soweit ich das in Erinnerung habe, eine schön runde Story, die auch gut funktioniert hat, ohne noch nebenbei Philosophiestudium ranzuhängen. Weiß ich nicht, ob da mit dem Franchise noch groß was passiert ist drumherum. Aber den habe ich so als in sich geschlossenes Filmchen für mich so abgeschlossen, wohin gepackt. Ich weiß echt so wenig mehr darüber. Ich weiß nur, dass ich ihn gut fand auf jeden Fall und dass er irgendwie auf dem Mars gespielt hat. Ich glaube, das war alles. Ja, ich weiß sonst auch nicht mehr darüber. Ja, genau. Ich weiß halt auch, genau. Ich habe den halt irgendwo rumliegen. Ich kann den jederzeit angucken, aber das mache ich dann halt nicht. Ich habe immer so viel zu tun. Worüber man vielleicht nochmal sprechen muss, das ist dann auch schon so eine Sache, eher so eine Definitionssache von Science Fiction, weil das ist das andere, worüber ich häufig gestolpert bin, dass halt die Frage, was eigentlich Science Fiction ist, ja auch jeder ein bisschen anders sieht. Also viele sagen ja auch und vielleicht auch zu Recht, dass die Star Wars Filme jetzt nicht unbedingt Science Fiction sind, weil was ist da jetzt so richtig die Science daran? Aber wenn du dann zum Beispiel bei Star Wars die Clone Wars Serien guckst und so weiter, dann hast du diesen Aspekt wieder drin, wo es dann auch um solche typischen Science-Fiction-Moralfragen geht. Was ist, wenn die Menschheit sich hier dieses eine Stückchen weiter bewegt? Und das ist für uns dann wirklich eine realistische Frage, mit der wir uns jetzt schon mal auseinandersetzen müssen. Das ist jetzt in einem komischen alternativen Universum mit Jedi-Rittern und so weiter, aber trotzdem können wir uns ja mal dieser Frage stellen. Das ist für mich halt immer das Interessante an Science-Fiction. Und dann hast du halt sowas wie, und da würde ich jetzt vielleicht nochmal drauf hinleiten, Neon Genesis Evangelion, wo ich halt auch sagen würde, es ist schwierig, das zu definieren, was das so richtig ist, weil das wirkt wie so ganz klassisch Science-Fiction, das würde wahrscheinlich auch überall da bei den Texten mit dazustehen, wo ich mich dann aber frage, ja, aber ganz ehrlich, was ist denn da jetzt so richtig die Science-Fiction, weil das driftet dann in jeder Iteration, die es von dem Stoff gibt, so krass in so ein esoterischen, psychologischen Horror-Bullshit ab, dass es dann schwer wird, das noch irgendwo zu erden mit den Mitteln der Wissenschaft, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch mal eine interessante These zugehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wohl in Japan wird Science-Fiction ein bisschen anders definiert als bei uns. Also, dass du wirklich sagst, Science-Fiction braucht diesen Science-Aspekt da drin und so Sachen wie Star Wars würden dann eher unter Fantasy laufen. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Heroes, so wie ich das verstanden habe. Ja, also Legend of the Galactic Heroes ist so pures Science-Fiction, da ist wirklich gar nichts Fantasievolles drin. Okay. Aber, ja. Es klang ja so, als wäre es ein Fantasy-Epos, was nur Raumschiffe hat statt. Ja, für mich klang es tatsächlich nach Science-Fiction. Also das habe ich dann, so verschieden kann man das raushören. Ja, aber wie ich sehe denn, also ich finde dann die japanische Definition tatsächlich auch sehr, sehr ordentlich. Da wären jetzt einige Sachen, wo man drüber streiten kann. Auf der anderen Seite nur mal ganz kurz in den Raum geworfen. Was ist denn mit sowas wie Dr. Slump? Also, naja. Also ich glaube, wenn bei Evangelion ist es ja so, du hast ja noch ein eigenes Subgenre in Japan, was diese ganze Mecha-Geschichte ist und Giant Robot und so weiter. Das ist ja irgendwie nochmal ein Genre für sich, was eigentlich. Ich würde es eher so daneben stellen, so ein bisschen. Also, also auch so, ich habe ja die Pat Labor-Filme zum Beispiel noch rumliegen. Ja. Sind auch quasi sind ja also die ernsteren Mecha-Geschichten auch von Mamoru Oshii, Ghost in the Shell. Filme gemacht. Im Gegenteil übrigens zur Pet Labor Serie, die also zur OVA-Serie und zur TV-Serie, die total klamauk sind, aber auch total witzig. Ja. Kann man auch empfehlen. Ja, und bei Pet Labor ist es halt auch so interessant, weil das ja nicht wirklich eine Zukunftsvision ist, sondern eher so eine, also gut, als es rauskam, es kam halt irgendwie in den späten 80ern, ging es los und die Story fängt, glaube ich, in den späten 90ern an, also ein bisschen später, aber als dann die Filme voranschritten, dann war schon klar, dass es eigentlich eher so Alternate History wird, als wirklich Science Fiction. Und das Einzige, was du da ja hast, ist ja, dass du quasi diese
Roboteranzüge hast, mit denen diese Polizeieinheit da rumfuchtelt. Alles andere ist ja nicht wirklich Science Fiction, da geht es auch mehr so um Polit-Thriller, ist es ja eigentlich. Mhm. Um Terrorismus und Polizeiarbeit und Detektivarbeit und so. Nur halt mit diesem Mecha-Aufsatz noch. Und dann hast du diese Giant Robo-Sachen, die halt komplett upspacen, wie irgendwie Evangelion oder Gurren Lagann, was wir auch schon erwähnt hatten. Die, glaube ich, mit Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Aber so dargestellt wird. Deshalb würde ich es irgendwie schon so ein bisschen in Science Fiction einordnen, aber so Fantasy Science Fiction halt. Also ich finde gerade Neon Genesis Evangelion in jeder seiner Version, bis so vielleicht diese Highschool-Comedy, die es ja dann, glaube ich, auch noch gibt, das fängt immer so an. Ja, also es fängt immer sehr, geerdet, naja, an, aber gerade die alte Serie von 96 oder wann die ist, der Manga und die neueren Filme, dieses 1.11, 2.22, du hast immer das Gefühl, ja, okay, ich finde mich in der Welt zurecht, das ist mit Mitteln der Science-Fiction irgendwie erklärbar. Gut, was die Engel sind, ja, gut, kommen wir noch drauf zu sprechen, aber Das ist doch Science Fiction. Und dann irgendwann, okay, alles klar. Da wurde dann das LSD rumgereicht bei Gainax. Ist jetzt natürlich einfach gesprochen. Aber ich frage mich dann halt immer, warum können die nicht bei irgendeiner der Versionen, wenn die jedes Mal die Geschichte wieder neu erzählen, warum können die nicht einmal die Geschichte zu Ende erzählen, so wie sie anfängt? Und ich ärgere mich immer. Und ich ärgere mich vor allem immer, weil es jedes Mal so wirkt, wenn es eine neue Iteration von Neon Genesis Evangelion gibt. Das wirkt dann immer so wie, die haben es verstanden, dass viele da nicht so klarkommen mit sowas wie End of Eva etc. Die Leute wollen vielleicht doch nochmal sowas wie so eine offizielle Version, wie das zu verstehen ist, was da passiert. Und dann kommt man vielleicht ein Stückchen weiter, aber dann trifft es immer ab. Aber das ist halt einfach der Ansatz anscheinend. Also das will auch nichts anderes sein, habe ich das Gefühl. Die Reboots sozusagen, die sich ja jetzt irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, ich hab den letzten Film noch nicht gesehen, aber die haben sich ja den, so der fehlt mir auch herausgestellt. Also es ist wohl tatsächlich, spielt das nach End of Evangelion. Und ich glaube, Hideaki Anno, der Regisseur und Autor, der war ja damals auch in einer ziemlich depressiven Phase, ist halt auch ein sehr exzentrischer Mensch. Deshalb ist auch bei Evangelion damals die letzten beiden Folgen so, die waren ja völlig, völlig kaputt. Also das war ja im Prinzip nur Shinjis Gedankenwelt. Und was dann eigentlich passiert ist am Ende, das hat man erst in End of Evangelion gesehen. Und in irgendeinem Interview, glaube ich, hatte Anno dann nochmal geschrieben, dass die neue Serie jetzt nochmal eine alte, also die neue Filmreihe, so eine Alternativversion ist, die das Ganze zu einem gemächlicheren oder einem bodenständigeren Ende bringt, als es damals war, als er kaputt war und genau. In seinem Leben auch nicht so ganz zufrieden war. Also die Evangelion spiegeln, glaube ich, Annos Gefühlswelt dann irgendwie auch wieder. Und deshalb ist auch, dass die neuen Filme jetzt, wie gesagt, ich habe den letzten Film noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, hat das ein deutlich bodenständigeres Ende als End of Evangelion, wo einfach alles komplett eskaliert. Was auch Spaß macht. Also, aber... Ja, also... Das ist tatsächlich was, wo ich mich schon, seit ich den Manga lese, das ist schon sehr lange her, das war wirklich bei uns einer der ersten Manga gefühlt, die so zu Manga-Boom-Zeiten rauskam bei Carson. Da habe ich mich auch oft mit diesem Ansatz beschäftigt. Der hieß es halt auch schon, also irgendwann wird er das richtige, ursprünglich gedachte Ende erzählen und wahrscheinlich wird es der Manga sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das jetzt das Finalste ist, was er sich gedacht hat, okay, aber ich sehe das nicht kommen. Ich denke mal, dass wir in den nächsten 10 Jahren dann den nächsten Reboot sehen oder einen Film, der setzt dann halt an 2.22 an, dann erzählt ab da eine alternative Geschichte. Muss man halt damit klarkommen, aber ich gucke auch gerne alles an von Neon Genesis Evangelion. Das ist halt immer eine Reise, aber gerade der 3.33, du guckst ihn halt an und denkst, oh, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich fühle mich sehr dumm. Und ich frage mich halt da immer, wie viel da Gainax wirklich auch einen Plan hat. Oder wie viel uns einfach nur so David Lynch-mäßig so als Bausatz angeboten wird. Hier, nehmt euch was raus. Kara, ne?
Soweit ich weiß, war das genau wie bei Nadia und die Macht des Zaubersteins, dass Anno die Geschichte geschrieben hat, während der Anime produziert wurde. Das ist halt das Komische, weil Nadia ist bis heute das einzige Gainax-Ding für mich, was so richtig rund ist. Ja, weil, also ja, das steht bei mir auch noch auf dem Rewatch. Jetzt ist ja ist noch auf AOD, ne? Ja. Also willst du testen, ob es gut gealtert ist? Ich habe tatsächlich nur, ich habe das damals noch live im Fernsehen gesehen, in der Erstausstrahlung. Mhm. Aber nur so partiell, weil das lief halt immer, bist du noch in der Schule gewesen und dann hast du mal ein paar Folgen verpasst. Ende irgendwie so mega dramatisch war und ich es immer mal komplett sehen wollte. Und freue mich darauf, das auf jeden Fall jetzt nochmal irgendwie im Stream genießen zu können, komplett. Also das steht noch auf der Watchlist ganz oben. Ist auf alle Fälle kein Anime, den man so gucken sollte, dass zwischendurch ein paar Folgen fehlen, weil der wirklich eine sehr runde, durchgehende Story hat, die auch sehr gut ist. Da hing ja auch Studio Ghibli mit, so wie ich das ganz grob in Erinnerung hatte, war das wohl so, dass das auch als Ghibli-Film hätte produziert werden können. Man hat das dann an Gainax abgegeben. Anscheinend aber zu einer Zeit, als Gainax noch etwas bodenständiger war in seiner Herangehensweise. Und es ist auch Science Fiction, deswegen rede ich auch jetzt bewusst ein bisschen darüber. Das spielt zwar 1900, so Zeit der Pariser Weltausstellung, erste Folge Einweihung des Eiffelturms, irgendwie so war der Kontext schon eine Weile her. Aber es ist tatsächlich bei mir immer noch so Top 3 Anime und der macht viel mit Science Fiction. Und kann man auch wieder drüber streiten, ja, ist das dann nicht auch schon wieder so diese Fantasy-Ecke mehr, aber ja, ich glaube, das ist ja schon Steampunk, kannst du ja. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Science-Fiction, also ein alternatives Steampunk. Aber Gainax ist sowieso für mich so das Science-Fiction-Studio irgendwie. Ja, schon, ja. Und das ist halt mal hier eine Empfehlung aussprechen. Hier noch mit altem Anime-Virtual-Logo. Wir haben den mal rausgebracht? Wir haben den mal rausgebracht, auch nur mit Untertiteln leider. Und das aber auch wirklich, ist auch von Hideaki Anno, aber Ende der 80er entstanden. Super geile. Kurze Serie, 6 Folgen nur. Aber wirklich, wirklich, wirklich emotional, wirklich episch irgendwie. Da geht's um ein Mädel, der ihr Vater ist verschwunden bei Weltraumreisen und sie eifert ihm jetzt nach und will auch in den Weltraum. Und dann passiert richtig krasser Shit dann im Weltraum, inklusive Zeitreisen. Und dann, das ist schon, ja. Ich will da gar nicht spoilern, das muss man sich geben, weil man denkt erst, das ist so ein edgy Ding irgendwie. Und dann wird es total ernst und total deep und hat dann was total Philosophisches am Ende. Und in der letzten Folge, die übrigens komplett in Schwarz-Weiß produziert ist, vergießt man dann durchaus mal eine Träne am Ende. Das ist. Ich wollte gerade sagen, wo du Edgy sagst, Gunbuster war doch das Ding, wo eigentlich das Gainax-Sing als Begriff auch herkommt, Gainax-Sing, oder? Genau, das Brüste-Jiggeln dann. Ja. Das ist da entstanden, genau. Das kommt da ganz, ganz oft vor. Und auch noch weiter. Also man sieht da auch häufiger mal Badeszenen oder so. Aber nur am Anfang. Ja. Sobald es dann in den Weltraum geht und so richtig in das Ganze so philosophisch wird, da fühlt es sich dann richtig wie so ein Anno-Titel an, wie so ein Evangelion oder so. Muss ich mir nochmal irgendwann geben. Zur Not muss ich mir den mal ausprobieren bei dir. Ist sehr bezeichnend auch, um noch da einen Schritt zurückzugehen bei Evangelion 3.33, wenn dann in der After-Credit-Scene so für den nächsten Film schon ein kleiner Teaser kommt. Und du hast gerade diesen super schwierigen Film, der auch so ein richtiger Runderzieher war, Apokalypse und allen geht's schlecht. Und dann wird aber am Ende nochmal drauf verwiesen, ja, und im nächsten Teil wieder schön viel Fanservice, ne? Macht euch was gefasst, selbst wenn ihr der Story nicht folgen könnt, aber. War das so? Ja, das fand ich sehr unangebracht. Ich habe auch immer das Gefühl, also die neue Evangelion-Version oder Film ist immer nur da, um Asuka in den neuen Plugsuit zu stecken. Ja. Beziehungsweise halt die neue Figur mit der Brille, damit man sowas auch noch mit drin hat, weil die hat etwas größere Brüste als Asuka und Rei und das muss man ja alles abdecken. Die glaube ich, Annos Frau repräsentiert, habe ich da irgendwie gelesen. Und das ergibt dann auch irgendwie Sinn, wenn man den Film dann am Ende gesehen hat. Oder da habe ich noch einen Manga-Tipp für euch. Weiß nicht, ob euch Insufficient Direction was sagt. Das ist von Moyoko Anno, also die ist ja auch Manga-Zeichnerin und Manga-Zeichnerin, ja. Und Frau von Hideaki Anno und hier quasi über das Verheiratetsein mit Hideaki Anno Comic gemacht. Das klingt wirklich interessant. Englisch heißt er Insufficient Direction. Und
sie sagt dann auch über ihn, dass er quasi der zweitgrößte Otaku Japans ist. Ich weiß nicht mal, welches ist der größte ist. Aber es haben halt auch so Episoden, dass sie im Auto sitzen, irgendwelche alten Mecha-Openings singen oder auf ihrer Hochzeit haben sie selbst gezeichnete Doujinshi verteilt an alle geladenen Gäste und so ein Scheiß, die ganze Zeit nur. Das Ding, die englische Ausgabe, ich glaube, ein Drittel ist nur Anhang mit den ganzen Referenzen, die da gedroppt werden. Um das alles für unsere am Westler zu erklären. Und dass sie da irgendwelche Tänze aus Tokusatsu-Serien da die ganze Zeit vorführt, so aus dem Nichts raus und so Sachen. Also der Typ ist schon wirklich Otaku mit Vollblut. Und das kam mir dem Manga ganz gut rüber. Also es gibt den nicht auf Deutsch, aber auf Englisch gibt es den. Ist auch nur ein Band. Kann ich empfehlen. Für alle. Auch das ganze Studio Gainax ist irgendwie so aus Vollblut Otaku ist irgendwie entstanden. Da gibt es bei Anime News Network gibt es da eine Artikelreihe. Ich glaube, die Indestructible Studio Gainax oder so heißt die, glaube ich. Für eine vierteilige Artikelreihe. Kann ich mal sehr empfehlen, die mal durchzulesen. Da geht es um die gesamte Geschichte von Gainax und sehr, sehr viel Hintergrundwissen, so wie chaotisch dieses Studio eigentlich war, weil es eigentlich nur so aus Science-Fiction-Fans aufgebaut wurde, die dann nebenbei noch irgendwie Merchandise hergestellt haben oder Videospiele, so Fanservice-Videospiele zu ihren eigenen Animes, mit denen sie dann mehr Umsatz gemacht haben als mit den Animes, weil ansonsten wäre das Studio schon lange pleite gewesen, aber dank ihrer Fanservice-Spiele so sind sie dann, dank der Videospiele sind sie dann irgendwie, konnten sie sich nochmal aufraffen und haben es überhaupt bis zu Evangelion geschafft. Super interessant. Das ist ja, apropos Gainax, einen wollte ich noch droppen dazu. The Wings of Horniami, Sir. Ice Force. Einer meiner Lieblingsfilme aus Kindertagen. Habe ich letztens auch erst zum ersten Mal gesehen. Damals, 87 kam der raus, teuerste Anime aller Zeiten. Und blieb das, glaube ich, auch noch eine ganze Weile. Ich glaube, bis Prinzessin Mononoke 10 Jahre später. Mhm. Also irre aufwendig, 2 Stunden, quasi auch so ein Alternative History Ding, was quasi die Geschichte der Raumfahrt nochmal fiktiv neu erzählt. Mit eigentlich so einer Bananenrepublik, die da irgendwie als einziges Land der Welt so ein Raumfahrtprogramm hat und dann irgendwie in politische Konflikte mit den Nachbarländern verwickelt wird. Und geht eben um diese Raumfahrer oder einen von ihnen, der da versucht, dagegen alle Widrigkeiten als erster Mensch ins Weltall zu fliegen. Und wahnsinnig aufwendig. Auch das ganze Worldbuilding, das ist so irre. Also da wurde quasi eine komplette Welt erfunden, mit Architektur, mit Mode, mit Kultur, mit Politik und so weiter. Und alles quasi von null aufgebaut. Es gibt eine eigene Technikgeschichte, auch eigene Technikkonstrukte. Alles ganz, ganz akribisch aufgebaut, unglaublich aufwendig. Also wer sich so für Worldbuilding interessiert, ist das eigentlich so absoluter Wahnsinnstitel. Also mega beeindruckend. Da kann man auch sehr die Blu-ray-Fassung empfehlen, die jetzt auch in Deutschland draußen ist. So, da kannst du eigentlich bei jedem Frame kannst du Pause machen und diese super detaillierten Hintergründe und auch diese mechanischen Designs da angucken, das ist super faszinierend, ey. Also da ist so krass viel Herzblut in das Artwork reingeflossen. Das ist echt, also schon allein deswegen lohnt sich's eigentlich. Jo. Wollen wir noch ein paar Geheimtipps droppen? Ich sehe gerade bei dir da auf der im Stapel Robot-Karnival. Ja, ich habe quasi noch ganz viel Oshi, einen Oshi-Stapel und einen Otomo-Stapel hier liegen, weil das war nochmal so meine. Und Animatrix, ich meine, das ist jetzt auch gerade wieder aktuell. Ich schreibe sogar das beste Thema zum Thema Matrix, was es jemals gab. Jetzt, wo der Thema kommt, zuckt es auf jeden Fall nochmal an. Bin wieder weg. Ansonsten, ja, was ist denn noch? Akira haben wir noch gar nicht erwähnt übrigens, aber ich glaube, den kennt jetzt auch mittlerweile jeder. Wir haben es vorhin mal, glaube ich, erwähnt, aber ja. Da auch alte deutsche Synchro, aber gucken, wegen den geilen 80er-Spruch. Stimmt, da. Logan Z habe ich hier noch, der kam auch mal bei uns bei KZ raus. Eine Otomo OVA, basierend auf einen von seinen alten Kurzgeschichten. Auch recht sehenswert, nicht so gut wie Akira, aber ganz geil. Memories auf jeden Fall auch von Otomo. Drei Kurzfilme mit Magnetic Rose, Cannon Fodder und Stinkbomb. Magnetic Rose war von, wie heißt der? Koji Morimoto. Der hat auch eine Folge bei Animatrix gemacht. Der hat immer so, der macht meistens so Kurzfilme. Hatte er die Geisterhaus-Folge gemacht bei Animatrix? Ja. Der ist halt so gut. Ja, der ist auch absolutes Ausnahmetalent. Also der tut auf jeden Fall auch. Und diese Otomo-Story am Ende, die er selbst gedreht hat, das ist Cannon Fodder.
Ja. Ist wahnsinnig, was ist eine halbe Stunde und die sind in einer Einstellung gedrückt. Ja. Für Animationen irre schwierig ist. Ist das da am Ende? Ich glaube, das ist sogar, was du gerade mir hingehalten hast. Da ist es doch, glaube ich, sogar am Abspann, dass du da siehst, wie die ganzen Hintergründe da im Studio ausliegen, wie da die Kamera drüber macht. Ich glaube nicht, vielleicht ist das auch ein Extra. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das dieselbe Version ist, die ich mal besessen habe. Vielleicht auch noch immer. Da ist ein Making-of drauf, muss ich gucken. Dann ist es das Making-of. Das unbedingt mal angucken. Also, das ist halt wirklich nicht nur ein Gimmick, dass das also sozusagen One-Take simuliert, was ja eigentlich per se Quatsch ist bei Animationen, weil du ja sagen kannst, ja, aber jedes Frame ist ja im Prinzip ein eigenes Foto. Aber die haben das wirklich durchgezogen und haben den ganzen Hintergrund wie so eine lange Schlange aus Hintergrundbildern da in ihrem Studio ausgelegt. Das nimmt viele, viele, viele Quadratmeter ein, damit die Kamera da wirklich, wie auch bei so einem Stop-Motion-Knetfilm im Prinzip, wie man das machen würde. Das ist ganz schwer zu erklären. Guckt euch das mal an. Also alleine das, es ist im weitesten Sinne ja auch Science-Fiction, aber alleine für dieses Gimmick. Ja. Weil der Film an sich, naja, aber der Magnetic Rose, der ist sehr hervorragend. Ja. Ja, Mani wurde ja gerade noch erwähnt, heißt glaube ich auch Neo Tokyo, gibt es auch eine, so eine Otomo-Anthologie. Ja, und bei Otomo-Anthologien haben wir es so gerade erwähnt, das Robot Carnival. Mm. Das ist auch leider nur ein Bootleg, aber ich glaube, es gibt auch keine offizielle Version irgendwo davon. Gibt es glaube ich nur eine US-Fassung davon, ja. Ja, Otomo ist auch sowas, wo ich mich auch frage, inwiefern würde man das wirklich dann als Science Fiction alles so bezeichnen können, weil es wirkt auch alles von Weitem nach Science Fiction, es ist alles immer so ein bisschen Zukunft und versucht auch viele Sachen zu erklären mit Mitteln der Wissenschaft, siehe Akira, warum die übernatürliche Fähigkeiten haben, aber es ist halt dann schon, finde ich, ein bisschen wieder weg, aber ich mag das auch total gerne, also Otomo, große Inspiration auch für mich. Ja, Robot Carnival, also die Geschichte mit dem Frankenstein, das war auch Koji Morimoto übrigens, war glaube ich seine erste Regiearbeit. Aber ja, Gary, hast du noch eine Meinung zu dem? Ich müsste mich dran erinnern können, was da die ganze, das waren ja 7 Kurzgeschichten oder sowas, oder 8 oder sowas. Ja, ich glaube 7 plus das Opening und Ending, die waren ja quasi nochmal. Ja, also ich glaube, das sind nicht alles Burner, aber die sind ja auch alle ziemlich kurz, so und so als, und größtenteils auch sehr, sehr gut animiert. So. Also um einfach mal so ein bisschen eine Anthologie aus 80s Sci-Fi-Feeling zu bekommen, kann ich das empfehlen, auf jeden Fall. Ich glaube, einen so einen Kurzfilm von Cloud hieß die, zumindest laut, die auch, glaube ich, von einem chinesischen Animator gemacht. Und die ist immer so ein kleiner Roboterjunge, der quasi durch das Bild läuft und im Hintergrund passieren irgendwie Sachen. Ich weiß gar nicht mal, was die Story eigentlich war, aber es war so total irres visuelles Konzept auch. Ja. Ich habe das auch so abgespeichert, das ist wie so Abschlussarbeiten für eine Kunsthochschule und wir müssen was animieren und zufällig ist vielleicht noch ein bisschen Story dran. Da gibt es so krasses Zeug bei den Japanern, was die da produzieren, aber also, es ist schon zu lange bei mir her, also inhaltlich wüsste ich sonst gar nichts mehr, nur dass es halt wirklich visuell ein Fest war. Ja. Also das vermisse ich auch so ein bisschen, diese Anthologien aus den, diese Anthologien aus den 80ern und 90ern. So also Mani ist auch wirklich so die beste, würde ich sagen, so aus der Zeit. Da hast du so ein, die erste OVA oder der erste Kurzfilm da drin ist so ein, es ist so ein Death Race irgendwie so ein Cyberpunk Todesrennen. Wo es darum geht, dass der Hauptcharakter im Prinzip so kurz vorm Tod steht aufgrund irgendeiner unheilbaren Krankheit und er macht dann halt bei so einem Todesrennen mit. Es ist auch super, super cool gemacht. Ist eigentlich nur Coolness letztendlich. Ist keine super deepe Story oder so, aber sieht einfach super geil aus. Und die letzte Story, die auch von Otomo ist, da geht's um eine autonome Baustelle. Die Roboter durchgedreht sind. Und die Leute, die dann zur Überwachung dort hinkommen sollen, dass das abchecken, es ist bloß ein Typ, glaube ich, ne? Am Anfang mehrere und dann ist es nur noch einer, weil der zurückgelassen wird. Der muss sich dann dort durchkämpfen durch die Baustelle. Das ist so Wall-E im Prinzip. Muss sich durch die Baustelle aus völlig durchdrehenden Robotern, die versuchen, ihn da einzukerkern und so durchkämpfen. Das ist auch ein cooler Kurzfilm. Ist auch super detailliert so. Also da hast du super viele Details. Drin. Ich fand das ganz schade, als Otomo dann mal vor einigen Jahren gemerkt hat, dieses Cell-Shading-CGI-Zeug, das kann man ja auch machen.
Das ist viel verloren gegangen. Da habe ich dann noch, glaube ich, nichts mehr geguckt von ihm. Es gab wirklich mal so eine Zeit, wo ich wirklich alles von ihm absorbiert hatte. Ich war damals sogar in Japan, als er gerade irgendwie, ich weiß nicht, was das war, ob er gerade einen runden Geburtstag hatte oder ob er irgendein Jubiläum hatte, dass er so und so viele Jahre in der Branche war. Und da hat wirklich das ganze Land hat den Otomo gefeiert, auch völlig zu Recht. Also du hattest da in allen möglichen Läden, auch teilweise Läden, die sonst gar nicht so dieses Popkultur-Ding so krass drauf hatten, ne? Hattest du so Otomo-Schreine, weil das war halt Kultur. Also das ist halt so Kultur wie ein Kimono. Ne? Also ein bisschen weg schon von, das ist halt auch ein Manga-Zeichner oder auch ein Anime-Produzent. Das war total krass und das ist so ein Komplettkunstwerk, was der da schafft, der Otomo. Also auch die Artbooks von ihm mal sehr zu empfehlen. Na, im Chat wurde gerade noch Robotic Angel genannt, alias Metropolis. Da hat er auch das Cover, glaube ich, geschrieben gehabt. Genau, da war hatte, auf alle Fälle. Tezuka-Vorlage, Kentaro gedreht. Ich glaube, hat er da nicht noch viel mehr dran gemacht, als nur das Drehbuch geschrieben? Drehbuch und. Ja, basierend. So einen komischen Credit, den man ihm nie zugetraut hatte. Ich weiß es nicht mehr. Basieren tut es ja irgendwie auf so einer ganz alten. Auf so einem ganz alten Metropolis. Von Tezuka halt. Also ja, nicht aus dem schon alten deutschen Stummfilm. Ja, ja, aber. Auf dem Tezuka Metropolis. Genau, aber das basiert ja dann wiederum auf dem Fritz Lang-Film. Aber ja, es hat natürlich mit dem Fritz Lang-Film nicht mehr was zu tun, ja. Also, so wie die Story wohl ist, hatte Tezuka damals wohl nur Artworks gesehen, also nur irgendwie ein Plakat von Metropolis. Ja, so wirkt es halt auch. Eine eigene Story gemacht. Weil inhaltlich passt es halt gar nicht zusammen. Ja. Aber auch sehr, sehr sehenswert. Auch irre Soundtrack auch und total toll animiert. Da dachte ich damals, der kam ja so zu der Zeit von Chihiro etwa raus in Deutschland. Und da dachte ich, weil meine Mutti halt die Ghibli-Filme damals alle mit mir nachgeholt hat, ich probier's mal und zeig ihr mal Robotic Angel. Hat aber gar nicht funktioniert bei meiner Mutti. Der wirkt ja sehr altmodisch in vielerlei Hinsicht. Der hat ja noch wirklich so diese ganz alten Tezuka-Designs, wie die Charaktere halt aussehen. Auch Tezuka hat ja immer so ein paar Standardcharaktere, die er in ganz vielen seiner Manga verwendet hat. Und die kommen da teilweise auch wieder vor. Aber da kam meine Mutti nicht ran. Das war ja alles auch zu groß und episch dann doch wieder. Und das hat ja auch so viele Plots und geht auch relativ lang. Da hatte ich irgendwie damals. Kam ja jetzt aus die Blu-ray, kam ja jetzt raus von Angel. Die hab ich mir mal zugelegt, aber ich habe es leider noch nicht geschaut. Mal gucken, wann ich es gucke. Also, so Tezuka werde ich auch nicht so richtig warm. Also, ja, ich glaube, dann wirst du es da auch ein bisschen schwierig haben mit dem Film, aber ich hatte halt damals gedacht, das wird so das nächste große, die Welt vereinende Anime-Meisterwerk, was halt damals so in dem Kielwasser von Mononoke so wirkte, als wäre jetzt die Welt endlich bereit für sowas. Ist es dann nie geworden, habe ich das Gefühl. Es ist doch mehr so ein Geheimtipp geblieben, aber wahrscheinlich war der auch super aufwendig und teuer und danach sieht er schon aus. Ja, auch so ganz für so Retro-Sci-Fi, also die sich so bewusst altmodisch macht. Ist auch so ein Ding, was mit Blade Runner ja irgendwie aufkam. Und dann irgendwie so als noch den postmodernen Einfluss gab, ich glaube, das Anime ist da ja so nie so richtig verschwunden, dass irgendwie Zukunft und Vergangenheit sind ein und dasselbe. Bis in diesen Ansatz hast du bei Anime ja total häufig, bei Cowboy Bebop ja auch. Ja. Ja, Mensch, Leute. Saber Rider gar nicht erwähnt. Aber wir haben auch ganz viel nicht erwähnt. Der geht sogar mehr als Captain Future, würde ich sagen, heutzutage noch. So, weil er ein bisschen abgedrehter ist. Wir können über das ganze Oshi-Universum reden, über Jinro und so weiter und seine ganze Jinro-Saga. Auch großartiger Film. Ach Mensch, aber wir müssen tatsächlich mal die Trailer-Premiere langsam machen, weil der, glaube ich, um 6 auch regulär droppt. Und dann ist es keine Premiere mehr, wenn wir jetzt noch länger damit warten. Aber ihr beiden, ihr seid ja auch Podcaster und vielleicht macht ihr ja auch mal einen Science-Fiction-Podcast. Wollt ihr nochmal eure Laberrunden droppen, damit die Leute euch noch anderswo hören können. Okay. Also ich wollte nur noch ganz kurz anmerken, wir haben jetzt nicht mein vielleicht Lieblingsmanga aller Zeiten erwähnt, Battle Angel Alita. Oh ja, stimmt. Und finde ich aber auch nicht so. Ich halte noch mal die Kamera wenigstens da. Genau. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil ich glaube, da hätten wir jetzt hier das Format gesprengt.
Ja, ich glaube, Manga ist nochmal ein Fass für sich, aber Blame liegt ja auch noch rum. Ja, das ist das Ding, weil da muss ich nämlich auch sagen, ich habe bei Battle Angel Alita nie die OVA angeguckt und ich mochte auch den Live-Action-Filmen jetzt von Robert Rodriguez nicht so gern, wo es dann hieß, ja, das orientiert sich mehr an der OVA, musst halt die OVA gucken und ich dachte immer, ich will aber nicht. Das ist so ähnlich wie bei Cowboy Bebop. Für mich ist da halt der Manga so dieses Meisterwerk, wo ich eigentlich das gar nicht irgendwie verwässert haben möchte. Aber ja, Science-Fiction generell immer wieder gern. Schwieriges Thema in Deutschland, habe ich immer noch das Gefühl, noch ganz kurz abschließend dazu. Ich habe mir auch viel mit Manga-Redakteuren zu dem Thema erhalten, die dann auch meinen, lieber einen Bogen drum machen. Das funktioniert in Deutschland nicht so gut. Ich finde das total schade. Und vielleicht wird das demnächst mal bei mir im Podcast mal Thema. Das wäre dann der Nerdship-Podcast. Wie das Nerdschiff. Und wir haben, glaube ich, so mittlerweile um die 400 Folgen und alles immer so Monster of the Week, jede Folge in sich was Abgeschlossenes. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch nie so rein über Science Fiction geredet haben. Deswegen, vielleicht hast du mich da jetzt inspiriert. Mal gucken. Ansonsten 400 Folgen, also wenn ihr Gundam durch habt, dann könnt ihr damit weitermachen. Ja, demnächst wird es wahrscheinlich nur noch der Gundam-Podcast. Wir haben nämlich Heroes Podcast. Das wird lang. Wir haben nämlich auch nie über Battle Angel Alita so detailliert geredet, weil wir haben immer großen Respekt vor den Sachen, die wir so super gerne mögen. So die Lieblingsfernsehserie aus dem Podcast, also von uns Podcast-Tendenten, ist Buffy. Und weil wir halt dachten, wir müssen halt Buffy wirklich so richtig krass ehren, wir müssen uns das so krass nochmal reinnörden, haben wir das so lange für die Vorbereitung gebraucht, dass wir gesagt haben, wir machen dann lieber nur noch Folgen zu Sachen, die wir halt vielleicht gerade gesehen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel neulich auch Squid Game gemacht und so weiter. Und gerade sowas wie Battle Angel Alita, da habe ich halt so einen krassen Respekt davor, dass ich gar nicht weiß, ob ich das Fass aufmachen will. Deswegen, wie gesagt, es war vielleicht besser, das jetzt gar nicht erst anzufangen. Das ist ein ganz schlimmes Thema bei mir. Ich mochte die OVA. Ja, dann soll ich es vielleicht doch noch angucken. Oh je. Gabby, abschließende Worte von dir noch? Ja. Ist noch was? War schön. Ja, war schön, ja. Hätten, glaube ich, noch viel, viel mehr erzählen können. Ja. Allein schon, wenn ich auf meinen DVD-Stapel hier gucke. Da ja, ich sehe schon. Gibt es doch so viele Geheimtipps, bei dir ja auch, ne? Ja, okay. Aber wir haben ein bisschen, ja, Uschi haben wir ja jetzt auch genug drin gehabt. Ja, aber irgendwann wird es dann auch ein bisschen zu nicht massentauglich genug irgendwie. Vielleicht machen wir auch mal nochmal einen Teil 2. Oder so, ja. Das können wir ja auch machen. Mal gucken. Also vielleicht noch für euch, wie es bei uns weitergeht. Das war unsere Kasi-Retro-Perspektive Nummer 9. Ich bedanke mich nochmal bei Gabby und Dave, dass ihr da wart. Wenn ihr unsere Podcasts nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf Twitch, auf YouTube, auf allen euren liebsten Podcast-Plattformen. Nächste Retro-Perspektive steht wieder in 4 Wochen an. Am 16.11. Wir werden voraussichtlich über Thriller und Horror gucken und hoffen, dass ihr noch ein bisschen in Halloween-Stimmung seid. Und wenn ihr vorab schon Halloween-Stimmung kommen wollt, nächste Woche am 26.10. ist unser quasi Halloween-Spuktakel auf Twitch und YouTube. Da haben wir uns viele spannende Sachen überlegt und hoffen, dass ihr da vorbeischaut und ein bisschen Spaß habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir zeigen jetzt noch einen Trailer. 10 Minuten vor offizieller Premiere. Und zwar thematisch passend zum Thema Retro-Sci-Fi gibt es jetzt noch nachgelegt No Guns Live, den Trailer. Die Blu-ray und DVD gibt es ja schon im Handel, aber jetzt haben wir endlich auch den Trailer freigegeben bekommen. Schaut mal rein, vielleicht ist ja was für euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich, dass ihr alle mit dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst. Bye-bye. Tschüssi. Piep, piep, irgend so ein die diese Stadt seit dem Großen Krieg verändert haben. Zum einen die Firma berühren und zum anderen jene, die von dieser Firma mit einer Technologie ausgestattet sind, die den Körper technologisch erweitert. Diese erweiterten Menschen nennt man Extender. Mein Name ist Juzo Inui. Ich verdiene mein Geld damit, Probleme, die durch Extender verursacht wurden, zu beseitigen. Eine Waffe als Kopf? Du bist schon wieder in irgendwas verwickelt worden, nicht wahr, Juzo? Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Für Berühren werden Kinder als Versuchskaninchen für ihre Forschung benutzt. Beschütze das Kind vor diesen Leuten, Juzo Inui. Du bist wirklich ein interessanter Kerl. Was bin ich?
Scheiße ist am Dampfen. Ich hab keine...